Sind wir schon bei der zweiten Sendung, ne? Wenn du willst, herzlich willkommen, ja. Ja. Ich wollte dich aber noch fragen, Costa, wo du, oder wolltest du vielleicht sowieso erzählen, wo du warst letzte Woche? Da war ich in London. Meinst du das? Ja, das meine ich. Ach so, ja. Da war ich bei Secret Cinema. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich habe nur mitgekriegt, dass du die erste Vorstellung absagen musst. Die erste? Die ersten vier? Die ersten vier sogar? Ja, ja, die hatten irgendwie, sollten sie letzten Donnerstag anfangen. Das ist schon so eine Gruppe in Großbritannien bis jetzt. Die machen immer, die suchen sich einen Film aus und bauen thematisch drumherum so eine Art Kulisse. Bis jetzt war es immer was Kleineres. Die hatten zu Prometheus was gemacht, zu Ghostbusters. Und diesmal haben sie richtig zugeschlagen zu Back to the Future. Da haben sie fast, ich sag mal, den Rathausplatz von des Films, von Hill Valley eben nachgebaut. Und irgendwie gab es da Probleme, glaube ich, mit der, wie nennt sich das? Mit den Behörden, damit niemand sich verletzt. Genau. Erlaubnis. Ich glaube, das war das Hauptthema. Deswegen wurde es erstmal gecancelt, bevor sie klarstellen. Also die fahren mit alten Autos aus den 50ern um diesen Rathausplatz rum. Natürlich in Tempo 5 km/h. Aber trotzdem kann es ja sein, dass irgendein Idiot überfahren wird. Und deswegen mussten sie alles irgendwie absperren. Und jetzt war jedes Mal einer der Schauspieler. Also es ist so, da sind verschiedene Schauspieler, die improvisieren Szenen. Da spielen sie eben entweder Highschool-Schüler oder irgendwelche anderen Leute von Hill Valley. Und fahren auch mit dem Auto durch die Gegend. Und versuchen, dich zu involvieren in die Geschichte. Das war natürlich toll, wenn man sich auch 50er-Jahre-mäßig verkleidet hätte. Ich nicht. Ich hatte zwar Jeans und eine Jeansjacke an, also wie Marty im Endeffekt aussieht, wenn er in den 50ern ankommt, aber war eher 80er-Jahre mit Hauch 2014. Obwohl, eigentlich müsste ich ja eher futuristisch aussehen. Ich bin ja ein Jahr entfernt von der Zukunft. Von zurück in die Zukunft. Jedenfalls fehle ich mir irgendwie merkwürdig auch. Aber die anderen waren echt total alle super gestylt. Ich guck mal, ob ich auf unserer Seite dann ein paar Fotos... Man durfte ja keine Fotos machen. Also man durfte überhaupt keine Fotos mitnehmen, weil es sollte ja die 50er sein, da sollte nicht jeder mit seinem iPhone rumlaufen. Aha. Okay. Deswegen habe ich versucht, von weit weg was zu fotografieren. Ich versuche das mal nachher auf die Seite mit drauf zu packen. Ja, lustig war, am Anfang musste man ja kontrolliert werden, was man so in der Tasche hat, Alkohol und Flaschen und was auch immer. Und ich war kurz vorher noch shoppen und da hatte einen Merchandising-Artikel gekauft, der wahrscheinlich nicht zu dem Film gepasst hat. Ich versuche mal, das Geräusch zu machen, vielleicht erkennt ihr das. Dr. Who? Genau. Und wie ein guter Brite das eben kennt, hat mich der am Einlass auch gefragt, ob ich bei der falschen Convention wäre. Weil er sofort wusste, er sagte, Sonic Screwdriver, dann bist du hier beim falschen Event. Ja, irgendwie habe ich diesmal zugeschlagen. Ich habe auch das hier gekauft. Vielleicht erkennt ihr das auch. Eine TARDIS. Genau. Leider habe ich zu spät erst bemerkt, dass auf der Verpackung drauf stand, das Gerät fliegt in echt nicht. Also auf der Skizze bewegt sich das Ding. Und ich dachte, das dreht sich. Aber du musst es selber drehen. Und dabei macht es dieses Geräusch. Aber es sieht trotzdem hübsch aus. Ich mache vielleicht auch ein Foto und packe das auf die Seite. Ja. Ja, London war... Bitte? Seit wann bist du eigentlich so großer Doctor Who-Fan? Seitdem, wann war das denn? Als ich letztes Mal in London war, musste ich ja für unseren anderen Mitsprecher hier, den Nassele, der ja auch bei der Sendung mitmacht, aber nie was sagt, das ist der vierte hier im Hintergrund, der hatte mich gebeten, ein paar Sachen zu Doctor Who mitzubringen und dann hat er mir ein paar Saisons mitgegeben und seitdem fing das so langsam an. Und letztes Jahr, wo das 50-Jährige war, bin ich ein riesiger Fan geworden, nachdem ich im Kino eben dieses Special gesehen habe. Ach ja, stimmt. Das war groß, das stimmt. Genau. Und, bevor wir es vergessen, am 23. August ist schon wieder eine Kinovorstellung, ne? Habt ihr das mitbekommen? Ja, genau. Die erste Episode wird gezeigt. Genau. Aber nicht in 3D. Ach ja, stimmt. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber hier im Savoy in Hamburg ist das Ding schon ausverkauft um 20:30 Uhr. Und es ist ein Riesensaal. Ich muss jetzt gucken um 23 Uhr, ob ich da noch Tickets bekomme. Also wer in Hamburg das sehen möchte, UCI zeigt es. Ich glaube, die Cinemax auch. Und wahrscheinlich ist es in Bielefeld genauso. Ja. In Bielefeld zeigen beide Multiplexe die, ich weiß gar nicht, ist es eine Doppelfolge oder? Nee, es ist glaube ich so eine Art 75-Minuten-Folge, so ein bisschen länger als normal. Aber in Englisch ohne Untertitel. Oh, sehr gut. Gott sei Dank. Ja. Also nicht, dass sich da jetzt irgendwie Leute denken, Mensch, super, Untertitel und so, dann verstehe ich ja was.
Sicher. Aber das hat beim letzten Mal auch keinen gestört. Also auf jeden Fall die in Bielefeld in dem vollbesetzten Saal 7 waren, waren alle total happy ohne Untertitel. Okay. Ja, aber wie du ja selber letztes Mal gesagt hast, das sind eh Leute, die gucken das sowieso vorher auf Englisch. Ich glaube kaum, dass es Fans sind, die das bei Sky gucken oder wo auch immer das auf Deutsch läuft. Ich habe auch keine Ahnung, wie die deutsche Synchro ist. Nee. Keine Ahnung. Deswegen wusste ich auch nicht, wie das Sonic Screwdriver auf Deutsch heißt. Heißt da wirklich Überschall. Achso, ich dachte, wie er auf Deutsch klingt. London, da habe ich noch ein paar andere Sachen gekauft, wie immer. So Kleinigkeiten, nicht so viel. Und was war da noch? Den Herkules habe ich gesehen, genau. Den mit The Rock, genau. Ah. Nur das Problem ist, ich musste noch mal gucken, weil das war am ersten Abend, wo ich kilometerlang gelaufen bin und ich weiß nicht, ob ich währenddessen weggepennt bin. Ja. Es waren Momente, also wie früher, als wir nach London gefahren sind. Ich hatte das Gefühl, dass da Storylücken waren. Kann sein, dass es wirklich so war, aber es kann auch sein, dass ich irgendwas verpasst habe. Ja, ich musste gleich noch mal gucken, bevor ich irgendwas Fieses sage, weil der Autor, der geschrieben hat, das ist ein Facebook-Freund von mir. Und ich habe mich noch nicht getraut, was zu schreiben. Ich habe dem Film jetzt eine gute Bewertung gegeben und hoffe, dass der wirklich auch gut ist. Das, was ich gesehen habe, hat Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht zum Ernst nehmen. Es ist ein richtiger Abenteuerfilm. Nicht so ein Hardrock-Film, was sie ja in letzter Zeit immer mit den griechischen Mythologie-Sachen machen, sondern wirklich ein Abenteuerfilm. Und das hört man auch bei dem Soundtrack raus, dass es eher so ein Adventure ist. Ja, na schön. Dann bin ich gespannt. Ich war in Transformers 4 und hätte mich gefreut über eine Stunde geruhsamen Schlaf und ich hätte auch nichts verpasst. Im Prinzip muss man jeden loben, der nicht reingeht. Hui. Weil ich meine, im Prinzip ist es zu spät. Der Film hat eine Milliarde Dollar gemacht und deshalb wird das Studio sagen und Michael Bay sagen, trotz der ganzen Kritik, ey, wir haben alles richtig gemacht. Aber darf man nicht reingehen, um sowas nicht zu unterstützen. Das ist vergleichbar mit den anderen dreien? Ja, ich hätte nie gedacht, dass nach Revenge of the Fallen dass es einen schlechteren geben könnte, aber wahrscheinlich ist die Nummer 4 bei mir echt noch schlimmer als der? Noch schlimmer als der zweite, ja. Boah, okay. Da bin ich aufgegangen im Saal, das weiß ich noch, dass ich, während die da auf der Pyramide da gekämpft haben im zweiten, das geht ja um den zweiten, habe ich versehentlich die Leuchtstoffröhre des Cinemax gezählt. Und dann erst bemerkt, dass da auf der Leinwand irgendwas Lautes passiert. Das ist mir in dem Sommer bei dem Transformers und bei dem Terminator Salvation passiert, dass ich währenddessen vergessen habe, dass auf der Leinwand was passiert. Zu Recht, ja. Und das darf echt nicht sein. Das darf echt nicht sein bei so teuren Filmen, dass man das... Ja, und unnötig lang. Nach der Hälfte habe ich gesagt, also wenn ich eine Vorstellung mit Pause erwischt hätte, hätte ich ernsthaft darüber nachgedacht, irgendwie die Pause zu nutzen. Aber man denkt wirklich nach der Hälfte, okay, ich bin jetzt schon alle und jetzt weiß ich, dass noch mal so viel kommt. Das ist auch völlig unnötig und ich meine, wenn man ein Drehbuch hat, was so dünn ist von der Handlung her, wie man da einen so langen Film draus machen kann, das ist schon eher wieder eine Kunst. Ich glaube, dass überhaupt kein Dialog in dem Drehbuch drinsteht. Ich glaube, er hat nur so ungefähr reingeschrieben, was passieren soll. Und Michael Bay hat einfach gesagt zu den Schauspielern, hier, habt ein bisschen Spaß, stellt euch dahin und sagt, was ihr wollt. Und auf jeden Fall klingt so die deutsche Synchro. Vielleicht haben die das übernommen und den Synchrosprechern in die Bude gestellt und gesagt, hier, überlegt ihr was Schönes. Naja. Also ich glaube, bei Pornosynchronisation denken die sich vorher mehr aus, was die sagen, als bei Transformers 4. Also ich habe irgendwo gelesen, dass Michael Bay gesagt hätte, dass er also den vierten Teil überhaupt gar nicht machen wollte. Und warum? Also wahrscheinlich ist so viel Geld geflossen, dass er einfach nicht mehr Nein sagen konnte. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass er halt zugegeben hätte, dass er eigentlich auch überhaupt gar keinen Bock auf einen Transformers hatte. Ich glaube, das sind echt feste Verträge. Wahrscheinlich hat man ihm gesagt, wenn er den noch macht, dann kriegt er noch einen kleineren Film. Die meisten machen ja solche Dinger nur, damit sie ihre persönlichen Filme noch drehen können. Hat er gemacht, hier Pain and Gain? Ich glaube, dazwischen kommt noch einer wahrscheinlich, deswegen. Ja, zwischen dem fünften, ja. Ja, dann hat er wahrscheinlich noch einen Knebelvertrag, dass er noch einen Bad Boys 3 machen muss. Das sind ja auch Leute, die wollen das vielleicht auch gar nicht mehr. Das ist ja. Was ich noch gesehen habe, ist der Dawn of the Planet. Nee. Dawn? Dawn of the. Ja, wie heißt der? Revenge of the Dawn of the
Of the Fallen. Nee, der zweite neue Planet der Affen, genau. Der heißt ja auf Deutsch irgendwie Revolution, nachdem der erste ja großartigerweise Prävolution hieß. Return to the Dawn of the Planet of the Apes. Genau. Nee, das Problem bei dem Film ist, und es ist ein Problem, es ist ein sehr guter Film, aber da passiert nichts. Also, es ist genau das, was man im Trailer sieht. Es sind keine Überraschungen, es ist nichts. Und irgendwie bin ich ja, wir drei sind wahrscheinlich mit Planet der Affen-Filmen aufgewachsen, wo am Schluss irgendwas Irres passiert. Hm. Oder? Bei dem Besseren. Auch bei dem ganz Schlimmen von Tim Burton passiert ja was Irres am Schluss. Ja, aber da packt man sich nur am Kopf zum Schluss. Ja, aber hier packt man sich nirgendwo hin, deswegen. Und das fand ich schade, weil alles andere ist so super und so und gut, aber irgendwie so zu okay. Ja, man kann sich nicht aufregen, man kann nicht genervt sein, aber... Ja, aber das war ja der Vorgänger auch. Nee, den fand ich ja super. Also ja, im Vergleich dazu ist der andere ja großartig, ja. Okay. Aber überraschend auch. Der war ja wirklich so, ich kann auch zurzeit diese ganzen Depri-Endzeit-Szenarios nicht mehr sehen. Und der spielt ja auch in so einer Art, wie nennt sich das, dystopische Zukunft. Ja. Und es sieht genauso aus wie alles andere, deswegen. Egal wie toll Caesar ist und die ganzen anderen. Dieser Koba, der böse Schimpanse, ist auch sehr gut. Also nicht, dass man immer über Andy Serkis spricht, sondern der, ich weiß nicht, Toby Kebbell heißt der, der hat das sehr, sehr gut gemacht. Spielt David Franco da jetzt eigentlich noch mit oder nicht? Nur in so einer Videoaufnahme. Die ist zwar keine Aufnahme aus dem ersten Film, aber ich weiß auch nicht, ob er wusste, dass er da gefilmt wurde. Weil er sagt, er wusste es nicht. Aber es ist keine Aufnahme. Außer es ist eine Deleted Scene. Ich weiß nicht. Aber die passt zu sehr in der Szene, die großartig ist. Also die Szenen, die mit dem ersten verbunden sind, sind sehr, sehr gut. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den ersten überhaupt nicht mehr im Gedächtnis. Also keine Ahnung. Da sind so ein paar Szenen und so, die noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, aber eigentlich großartig, keine Ahnung. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so richtig scharf auf den Film. Okay, dann ist es vielleicht noch überraschender. Das kann gut sein. Okay. Aber der großartig ist, ist natürlich der Guardians of the Galaxy. Wo hast du den über gesehen? Den du ja eigentlich gar nicht sprechen darfst, noch nicht, oder? Wenn die Sendung hier rauskommt, dann ist es ja schon soweit. Ah ja, stimmt. Ja, natürlich. Schieß los. Aber bitte keine Spoiler. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also nicht mehr als das, was die ganze Zeit sowieso rausposaunt wird, weil der Film in den Staaten und in England läuft. Ja, ich hatte gehofft, dass der in Bielefeld in der Sneak Preview läuft, aber... Sowas doch nicht. Wie sowas doch nicht? Warum das denn? Sneak Previews zeigt man doch nie Sachen, die nicht in der normalen Preview laufen. Das weißt du doch von früher. Also solche Filme haben doch eine normale Preview. Jetzt raubt mir nicht meine Illusion. Du gehst jeden Monat rein. Mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo du die Illusion herholst. Sneak-Preview-Filme sind immer B-Filme. Es ist ganz selten, dass ein A-Film von einem Verleih freigegeben wird, dass er in der Sneak läuft. Die geben den nur frei, wenn er als Verleih-Preview rausgegeben wird. Das weißt du doch von früher, was für ein Schrott ich zusammensammeln musste. Und dann auch wöchentlich. Was habt ihr vor? Wöchentlich, oder? Nee, jetzt sind es nur noch 14 täglich. Ja, das wird schon sehr, sehr schwierig. Einmal im Monat war schon ein Drama, aber zweimal die Woche, im Monat ist schon... Ja, aber unser Mitbewerber ist sehr, sehr erfolgreich damit. Also die Sneak Previews bei denen sind immer so gut wie ausverkauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Also egal, was läuft. Ja, so ungefähr, weil da gibt es ja auch noch ein Rahmenprogramm und viele Leute gehen wohl hauptsächlich deswegen hin. Ach so. Ja. Dann muss man das noch toppen. Also der macht das echt seit 14 Jahren, dieses komische Comedy-Programm? Dieser Schmitty. Ja. Ich war noch kein einziges Mal da, also ich kann dir nicht sagen, was da abläuft. Ich habe das damals gesehen und dachte, mal gucken, wie lange das läuft. Und es sind jetzt 14 Jahre. Ja. Alter. Ich dachte 10 Jahre. Wie kommst du auf 14? Weil ich das damals auch gesehen hatte. Als ich dass der Schmitty das macht? Ja, irgendwie schreiben sie jetzt Jubiläumsjahr. Ah, okay. Ja, dann. Ja, aber trotzdem 10 Jahre. Also. Dann haben die wahrscheinlich ein paar Jahre gelöscht wie die Kirche. Die schlimmen ersten Saisons wurden gelöscht. Oder vielleicht 10 Jahre im Max, vielleicht, kann das sein? Ja, aber zurück zu Guardians. Ja. Was möchtest du denn hören? Aber Gutes. Richtig. Ja, also das ist der beste Film bis jetzt des Jahres. Ohne konkurrenzlos. So. Ist es auch der beste Marvel-Film, wie überall steht? Weiß ich nicht, man muss ja gucken, was für einen wichtig ist bei einem Marvel-Film. Was ist denn für dich zum Beispiel bis jetzt von den neuen Filmen der beste Marvel-Film? Also ich fand, die haben sich gut gesteigert zu Avengers hin. Das war dann schon auch ein Höhepunkt der Avengers, wo das so zusammengekommen ist. Ja, unter anderem halt, weil es so zusammengekommen ist.
Ich fand aber auch, dass sie dann jetzt in Phase 2 sich nochmal gesteigert haben mit den Einzelfilmen, sowohl Iron Man 3 als auch Thor The Dark World und als auch der zweite Captain America. Von daher bin ich jetzt total gespannt auf den Guardians, ob das erst einmal wieder neue Charaktere, die eingeführt werden, ob sie es fortführen jetzt, den Lauf, den sie hatten, um sich zu steigern, oder ob sie sozusagen bei Thor 1 und Captain America 1 sozusagen anfangen, von der Qualität her, wenn ihr wisst, was ich meine. Vom Vergleich her würde ich sagen, es ist genauso frisch wie damals der erste Iron Man. Dadurch, dass er wirklich unabhängig von allem anderen ist. Und das ist auch das Befreiende und Frische bei dem Film. Dass da nicht so viel Ballast von diesen ganzen Shield-Sachen, die natürlich jetzt in der Phase 2 nicht so prominent, doch, Wahnsinn, bei Captain America, aber besser prominent waren als bei, ich sag mal, Iron Man 2 oder sowas. Und deswegen, also den kann man genießen, ohne irgendetwas von den neuen anderen Filmen gesehen zu haben. Okay. Mhm. Ja, das ist im Endeffekt, wenn man wirklich jetzt gerade 6, 7 oder 8 Jahre alt ist, ist das der neue Star Wars Film. Mhm. Ganz, ganz locker sogar. Ich habe dem Marcel geschrieben, dass es so ein bisschen ist wie Captain Future. Irgendwie komme ich irgendwie auf die japanische Captain Future Version. Weil auch so ihre Sachen rumfliegen. Und natürlich passt auch sowas wie Howard the Duck, falls sie jemals auf die Idee kommen, Howard wieder reinzubringen ins Marvel Disney Universum. Ja. Ich habe nur gelesen, dass das die Abspannszene ist oder der Abspannszene. Leider war sie nicht bei der Presse mit dabei. Das machen sie jedes Mal, dass die Presse bis zum Schluss sitzt und dann kommt nichts. Und dann schreiben die nämlich dann, diesmal ist nichts am Schluss. Das war bei jedem. Außer bei Spider-Man 2, der ja nicht von den Marvels ist, wo dann in echt nichts drauf war. Ja, das ja, aber kein richtiger Genau. Dingens. Ja. Nee, was kann ich denn noch erzählen? Sehr witzig natürlich, aber auch trotzdem eine Geschichte mit Herz, also wie die 80er-Jahre-Filme. Aha. Was ich nicht erwartet habe. Das hat mich ja ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv angetan. Auch ein bisschen wie Krieg der Aspiraten. Kennt ihr jemand? Ja, natürlich. Ich war im Kino, ja. Ich auch. Ich war im Kino bei Krieg der Aspiraten, weil ich bei Indiana Jones und Tempel des Todes rausgeflogen bin. Oh Mann. Das war etwas enttäuschend, Christa. Da dachte ich damals im Kino schon irgendwie, ach, das ist doch bestimmt auch in den USA eine Fernsehserie gewesen. Und wir zeigen uns hier nur den Pilotfilm wieder als echten Kinofilm. Stimmt, das könnte hinkommen. Aber ich vergleiche jetzt nicht mit dem Film Krieg der Aspiranten, sondern mit dem Poster. Könnt ihr das damit was anfangen? Also eher, dass das Poster, also die Fantasie, die man hat, wenn man das Poster von Ice Pirate sieht, aber nicht den Film sieht. Nee, das wird jetzt zu philosophisch. Nee, lass mal. Also Star Wars und Captain Future. Und das ist doch schon mal alles perfekt. Ja, das stimmt allerdings. Naja. Das lässt doch hoffen. 28. ne? 28. Ja, so spät. Ich dachte, ich könnte jetzt noch mal gucken, aber hätte ich vielleicht auch noch in London versuchen sollen, nachdem ich bei dem Herkules eingeschlafen bin. Genau, direkt im Anfang. Was du ja gar nicht weißt. Was ich ja nicht weiß und das ist jetzt keine negative Kritik. So. Ja, genau. Herkules musste 7 Heldentaten verbringen? Das 6 gesehen. Nee, das Gute ist, dass das alles im Prolog war. Also. Das war alles in den ersten 3 Minuten, was ein bisschen enttäuschend war, weil die ersten 3-4 Minuten sind so cool, dass ich dachte, ich will das Prequel sehen. Weil alles, was danach kommt, ist eher sowas wie, die versuchen diesen Zweifel, wie bei Zemeckis Beowulf, wo sie immer sagen, ist es jetzt wahr, was passiert ist, oder ist es nur eine Legende? Also genau diese Handlung benutzen die auch. Dass Herkules selber so augenzwinkert und sagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute das erzählen oder ob ich das wirklich erlebt habe. Aber der Prolog ist dann wirklich so, wie wir es aus den mythologischen Geschichten kennen. Und der Rest dann eben nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dann wirklich enttäuscht war oder nicht. Ich muss den aber gucken. Noch kurz, bevor ihr weitermacht, zu Sinestrange und John Badham vom letzten Mal. Ja. Also die Veranstalter hatten irgendwie das Podcast gehört, fanden das super, wollen gucken, ob wir vielleicht nächstes Mal auch zusammenarbeiten. Es fielen viele Namen, wer demnächst vielleicht dabei sein konnte. Ich habe erfahren, dass Paul Verhoeven selber Interesse hat. Ich dachte immer, die wollen ihn erreichen und dachte, ach, den kriegt er doch nicht. Aber Verhoeven selber hätte Bock drauf. Aber er kann das immer nur 2 Monate vorher wissen, weil er gerade an 2, 3 Projekten arbeitet und kann nicht, die brauchen das irgendwie ein halbes Jahr vorher, um zu bestätigen. Und der sagt immer, ich würde gerne, aber leider, vielleicht später, vielleicht irgendwann anders mal. Ansonsten, John Landis ist angefragt worden und hat Bock drauf. Deswegen, letztes Mal haben wir auch spekuliert, dass es irgendein anderer John ist. John McTiernan ist einer, der vielleicht vorbeikommt. John Carpenter hat auch Interesse, aber der Veranstalter hat mir erzählt, dass er von vielen gehört hat, dass Carpenter ein unangenehmes Arschloch sein soll.
Und er weiß ja nicht, ob er sich so ein Spaß-Wochenende mit jemandem vertreiben möchte, der nicht so... Weil John Betham zum Beispiel ist ein Sweetheart. Das war so einer, der hat sogar kein Geld genommen. Er wollte einfach nur den Flug und das Hotel und dachte, ich finde das geil, dass die Leute da ein Fest für mich machen. Das fand ich... Ich habe hier eine ganz kurze Tonaufnahme, die wollte ich noch vorspielen, die ich da aufgenommen habe. Moment. Hört ihr was? Ja. Thank you everyone. It's a great pleasure for me to be here and please accept my profound apologies for complete lack of German. Other than das fliegende Auge, I'm out of trouble. I don't know anything else. Ja. Und so kleine Geschichtchen hat er da immer erzählt. Zum Beispiel wurde gefragt, er hat ja, lange war ja Rob Cohn, der Regisseur, sein Produzent. Ich wusste auch immer, als die ersten Filme von ihm kamen, dass ich den Namen irgendwie von den Postern von John Betham kannte. Mhm. Und da hat er nur erzählt, dass er zum Beispiel bei The Hard Way die ganzen Action-Verfolgungsszenen sind von Cohn inszeniert. Und er ist eher der Regisseur der ganzen Dialog- und Humorszenen. Also er ist der Schauspieler-Regisseur und Rob Cohn hatte da immer Second Unit eben trainiert für die Sachen, die später eben Action-Spektakel wurden. Das war auch eine interessante Anekdote. Was traurig ist bei der ganzen Sache, das ist mir so aufgefallen, dass das alles Legenden sind, die echt ziemlich alt sind. Ich meine, John Betham ist, glaube ich, Mitte, Ende 70. Und man merkt es auch, dass es eben ein alter Onkel ist. Und ich fand das so traurig, weil für mich waren das so Leute aus meiner Kindheit, die eben mein Vater sein könnten, mein Onkel oder sowas. Und als dann es hieß, die wollten Richard Donner, was auch ein großes Vorbild von mir ist, einladen. Und dann hat Betham, der ein guter Freund von Donner ist, erzählt, dass der wohl schwer krank ist. Oh. Und sowas möchte man eigentlich gar nicht hören. Besonders wenn Donner überall erzählt, dass er nächsten Goonies macht. Und dann will man nicht erfahren, dass er eben über 80 ist und irgendwie krank ist. Mal gucken, aber er wird natürlich auch angefragt, habe ich gehört. Jedenfalls lief am ersten Abend dann der Saturday Night Fever. Leider auf Deutsch. Aber John Betham hat sich den total interessiert angeguckt. Wahrscheinlich eine ganz neue Erfahrung. Ja, vor allem war das eine ganz schreckliche Filmkopie. Aber diese Spackos von diesen Festen wollen natürlich immer 35 mm. Die neue Blu-ray von Saturday Night Fever sieht so gut aus, das hätten die sowieso nicht bemerkt. Der Ton wäre in Stereo gewesen. Wir haben jetzt eine ganz schäbige deutsche Mono-Version gehört, wo du in einem großen Multiplex rauskriegen konntest, welche Box das ist, die den Sound rausposaunt. Dann war es ja so, dass die ganzen Filmvorführer seit dem Jahre 76 den Film wahrscheinlich so kaputt geschnitten hatten, dass komplette Dialoge fehlten. So ein Spaß war das. Oder aber, bist du wieder eingeschlafen? Nee, da war ich nur genervt. Von diesen Leuten, die dann immer rumposaunen auf der Facebook-Seite von CineStrange, oh, bitte in 35 mm, so wie früher. Früher war der Film aber nicht so kaputt, weil er noch neu war. Ja. So. Das dazu. Ja, jedenfalls waren das nummerierte Plätze. Das habe ich auch auf der Seite gepostet. Und da wollte ich auf meinen Platz und da saß John Betham auf meinem Platz. Da hat mir nur der Veranstalter gesagt, er wollte sich da hinsetzen. Er wollte nicht in die Loge, wo wir ihm Platz besorgt haben. Also musste ich woanders hin. Und natürlich, wie es sein sollte, kamen die Leute, die dann die Nummer hatten, mussten mich mitten im Film verjagen. Kamen erstmal mitten in den Film rein, anstatt von Anfang an dabei zu sein. Ja, haben sie auch kein Recht mehr auf die Plätze eigentlich. Genau. Erstens. Und zweitens, warum hast du dich dann nicht in die Loge gesetzt, auf seinen Platz? Richtig. Habe ich dann, am Schluss. Weil ich den Film aus der... Ich wollte ja die Box rausfinden, die den Ton transportiert hat. Ja, das war die Little Sinner Strange. Ist das eine jährliche Veranstaltung? Ja, ja. Also das erste Mal war es Dario Argento, da hatten wir recht letztes Mal, wo ich das nur so gesagt habe. Das zweite war Joe Dante und das dritte war jetzt John Betham. Ach ja. Und wen sie jetzt als nächstes kriegen, steht noch nicht fest. Nee, aber von denen, die ich erwähnt habe, könnte es einer sein. Tja, dann müssen wir das mal im Auge behalten. Ja, wir sowieso. Also hier, Filmmakers Cast wird das wahrscheinlich als erstes wissen. Oder so. Sehr gut. Sehr gut. Ich gucke gerade, ob ich hier noch was vergessen habe auf meiner Liste? Nein. Ja, außer, dass ich ein interessantes Buch gerade lese, aber das können wir nachher besprechen. Jetzt seid ihr dran. Nee, sag ruhig. Achso. Ist das eine schöne Überleitung? Achso, es ist das Buch Hollywood Animal von Joe Esterhaas, dem Drehbuchautor. Hollywood das Animal? Hollywood Animal. Das ist so eine Art Autobiografie von ihm. Das Buch hatte ich schon seit 10 Jahren, aber irgendwie hatte ich vergessen, dass ich es habe. Und letztens zum 10-jährigen Todestag von Jerry Goldsmith, dem Filmkomponisten, habe ich mir Basic Instinct nochmal angeguckt, der immer noch großartig ist, mit diesem unglaublichen Soundtrack.
Und dann kam ich irgendwie drauf, ein bisschen zu recherchieren, wegen was damals so war mit Verhoeven und Esterhaas zu diesem Basic Instinct Drehbuch und Showgirls. Und dann dachte ich, du hast ja das Buch. Und seitdem lese ich da drin und das ist so spannend. Also dieses Buch könnte man direkt so verfilmen. Das ist zwar sehr Hollywood-Insider-mäßig, aber er spricht auch von seiner Jugend in Ungarn, als sie vertrieben worden sind. Ich wusste gar nicht, dass er eben da aufgewachsen ist und später erst nach Amerika kam. Und er erzählt das so gut, im Endeffekt genauso klasse, wie seine Drehbücher auch aufgebaut sind, bevor sie von irgendwelchen Filmemachern vernichtet werden. Im Endeffekt sind wirklich die Basic Instinct wirklich 1:1, wie Esterhaas das geschrieben hat, weil Verhoeven Drehbuchautoren schätzt. Die haben sich ja damals gezofft, weil Esterhaas eine Szene rausnehmen wollte und Verhoeven gesagt hat, nein, du Facker, das ist dein Drehbuch, du lässt es so, wie es war. Und er bedankt sich immer noch heute, dass Verhoeven darauf bestanden hat, dass es bleibt, wie es war. Und wie gesagt, ich bin jetzt in der Hälfte des Buches, ich bin noch gar nicht in den 90ern angekommen, ich bin noch in den 80ern, ich lese gerade über Aufmesser Schneide, Jacket Edge, mit Glenn Close und Jeff Bridges, den habe ich auch auf der Fähre, ach ja, ich bin mit dem Bus gefahren nach London, nur zur Info, und auf der Fähre habe ich mir den Film angeguckt, das ist genau die Länge von einem Spielfilm. Mit Rainbow Tours oder gibt es die nicht mehr? Nee, die gibt es nicht mehr, das war eine Truppe, die heißt Mango Tours und es war alles gleich, alles gleich. Ja, das werden wahrscheinlich die Nachfolger sein. Aber das Hotel war super und der Bus war, also außer dass ich einen komischen Typen, ich weiß nicht, Norbert, so ein älterer Typ, der neben mir saß, weil wir waren die einzigen Solo-Fahrleute und der mir die ganze Zeit von seinen Behinderungen erzählt hat und wie viele Prozent er noch braucht, damit er auf die 50% kommt, um so einen Ausweis zu bekommen. Oh, okay. Was kostet sowas über den Daumen? Über den Daumen? Achso, das war zwischen, ich hatte jetzt ein 4-Sterne-Hotel, weil die auch coole Sachen haben. Das war jetzt zwischen 150 und 200 insgesamt alles. Wo ich dann gesehen habe, dass das Zimmer selber schon weit mehr kostete als die ganze Fahrt. Ja. Also ich weiß nicht, was für Deals die haben, aber das war 2008, als ich das letzte Mal da war. Das war noch Rainbow Tours, genauso, dass ich ein Hotel hatte, das teurer war als das ganze Drumherum. Ja, die kaufen ja so Kontingente und so. Wahrscheinlich. Wie lange es ging? Das war Donnerstag. Donnerstag bin ich losgefahren, also Freitag übernachtet und Samstag Nacht wieder zurückgefahren. Auch in der Ecke, wo ich war, konnte ich dann auch King's Cross besuchen, wo Harry Potter immer einsteigt. Das war echt sehr, sehr gänsehautmäßig, muss ich sagen. Mhm. Ich war selber umgehauen, weil ich das nicht erwartet habe. Ich dachte, das ist eine Haltestelle, aber ja. Nee, London ist immer eine Reise wert und ich finde es schade, dass es so lange immer dauert. 2008 war das letzte Mal und 2002 davor das vorletzte Mal und das ist jetzt jedes Mal 6 Jahre und ich hoffe, dass es nicht wieder 6 Jahre dauert bis zum nächsten Mal. Mhm. Einfach hinziehen. Ja. Ja, so ein Apartment oder ein Büro hätte ich gerne in London. Ja, wer nicht? Amsterdam, London, New York und L.A. Wer nicht, wer es bezahlen muss, der nicht. Ja. Vielleicht mache ich eine Überleitung zu so ein bisschen aufgenommen, was ich letztes Mal erzählt habe und passt aber auch mit dem Hollywood Animal. Hm. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass es ein paar Leute gab, die bei Pixar, DreamWorks, Oh, ja. Lucasfilm und so, die so ein Lohnfixing gemacht haben. Das ist ein bisschen traurig eigentlich, weil da viele Leute, von denen man eigentlich sehr viel gehalten hat, sich rausgestellt haben als dann doch etwas, ja, wie soll ich sagen, um das Wort böse zu vermeiden, die ein bisschen Dreck am Stecken haben, sagen wir es so. Was heißt denn Lohnfixing in dem Zusammenhang? Die haben illegalerweise untereinander ausgemacht, dass sie gegenseitig sich ihre Leute nicht abwerben. Aha. Und auch nicht, wenn einer wechseln will, dann auch nicht mehr zahlen. Ach so, Also eine Preisabsprache. Okay. Ja. Ganz einfach. Und da war halt in erster Linie Pixar, Lucasfilm und DreamWorks beteiligt. Die Sony-Leute haben sich dann ein bisschen versucht da rauszuhalten und wurden dann unter Druck gesetzt. Aber ja, in erster Linie ist da der Ed Catmull von Pixar leider federführend gewesen. Ja, und ich habe gerade sein Buch gelesen und das war echt bitter, das währenddessen zu lesen, weil es mittendrin war. Und die Sachen, die er erzählt, sind natürlich super und das sind alles sehr vorbildliche Sachen. Aber wenn es dann um sowas geht, sackt das ein bisschen ab. Ich hatte es auch erstmal weggelegt, weil es mir unangenehm war, weil ich natürlich kann man keine Schlüsse ziehen. Das sind ja Sachen, die dann irgendwo in der Presse stehen und wer auch immer das gemacht hat und weswegen es passiert ist.
Aber es war so ein komischer Nachgeschmack. Obwohl ich dann das Buch trotzdem zu Ende gehört habe. Ich habe mir dann das Hörbuch geholt, weil ich keinen Bock hatte zu lesen. Und es ist trotzdem sehr inspirierend. Klingt brutal, aber ist so gerade. Und da weiß ich selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, und das so war halt bei vielen Leuten, war so eine Figur, die halt sehr viel, ja, für sehr viel Anstand und ähnliche Sachen steht. Und ja, die sind dann sehr enttäuscht gewesen. Gibt es denn wirtschaftliche Gründe dafür? Oder? Ja, nur wirtschaftliche, rein wirtschaftliche. Die wollten halt nicht, dass es da eine freie Preisentwicklung gibt. Das hieße ja, wenn einer ein sehr guter Mann bei Pixar ist, der sich dann bei DreamWorks oder bei Lucasfilm umhört und sagt, pass mal auf, vielleicht habe ich Lust zu wechseln. Die sagen, ey, ja, so einen guten Mann wie dich können wir gebrauchen, wir zahlen dir 10% mehr. Das hätte sich natürlich positiv insgesamt auf die Löhne ausgewirkt. Und das haben die unterbunden. Das heißt, die haben künstlich das komplette Lohnniveau der kompletten Animateure und technischen Mitarbeiter da unten gehalten. Und man muss ja sagen, das sind alles sehr große Player sozusagen. Das sind ja keine Mini-Klitschen irgendwie, die immer so kurz vor der Pleite stehen sozusagen. Richtig, ganz genau. Und die haben hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Kleinen auch gehabt. Die haben ja dann zwangsläufig die Kleinen damit mit unter Druck gesetzt. Und ja, so konnte sich keine freie Marktwirtschaft entwickeln in dem Bereich. Ja, ja, klar, natürlich. Und da ist, glaube ich, der Prozess ist, glaube ich, noch, wir sind da noch mittendrin, was das für Auswirkungen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob da nachträglich noch jemand mehr Geld kriegt, aber ja, spielt natürlich jetzt in die Sache, die ich letztes Mal angesprochen habe, rein mit der Unzufriedenheit der Visual Effects Artists insgesamt, dass die da keine Gewerkschaft haben und nicht repräsentiert werden und insgesamt sehr unzufrieden sind im Moment. Ja, das wie soll man sagen, eurer Branche ja nicht besser als mit den ganzen Audioleuten. Ist ja im Prinzip genau das gleiche Problem. Ja, wobei es da eher, glaube ich, wie wir in den USA eher eine Gewerkschaft, eine Union gibt, wo die drin sind, auf jeden Fall die beim Film arbeiten, soweit ich weiß. Und bei den Visual Effects Leuten halt gar nicht, die so gar keine Repräsentanz haben. Ja klar, also bei den Leuten, die jetzt Setton machen zum Beispiel, ich glaube, die sind wahrscheinlich schon irgendwie gewerkschaftlich organisiert. Aber wenn es um so freie Leute geht, die in der Post dann irgendwie den ganzen Ton nachbearbeiten und so, also die ganze Audio-Nachbearbeitung, da gibt es ähnliche Problematiken. Also es ist da auch eine Schere, die dann immer weiter auseinander geht, so zwischen. Ja. Auf der einen Seite. Ja klar, und du hast dann ja auch immer Kollegen, die das mitmachen sozusagen, ja, und ja, die dieses Price-Dumping dann quasi immer weiter schön mitmachen und den Preis immer weiter mehr nach unten treiben, weil natürlich die Produzenten genau wissen, es gibt immer jemanden, der das quasi noch billiger macht. Ja, wir gucken, ob sich jetzt irgendwas ändert, nachdem sowas publik gemacht wurde. Kann man nur hoffen. Ja. Irgendwas geguckt oder gesehen oder gelesen oder gehört? Wir haben eine neue Fernsehserie angefangen bei uns zu Hause. Misfits, die BBC-Serie. Ah, oh ja. Hast du die gesehen? Noch nicht. Wir haben die erste Saison gesehen, fanden die super, haben die zweite Saison gesehen, fanden die fast noch besser. Und haben die erste Folge der dritten Saison gesehen und haben gesagt, das war's, wir können nicht mehr weiter gucken. Oh, das ist, ja, es ist so ein Sprung, wir hatten komplett beide keine Lust mehr weiter zu gucken. Ja. Bei einer neuen? Wow. Ja. Wohl zugegebenermaßen, es gab eine, die Briten machen das ja manchmal, dass sie so eine Weihnachts-Special-Episode haben, das zählte noch zur zweiten Saison. Ach so. Ende der zweiten Saison ist sozusagen das Weihnachtsspecial. Das war schon so, und da hat man gemerkt, wohin es geht, Anfang der dritten Saison, und da haben wir beide gesagt, ja, nö, das macht jetzt keinen Spaß mehr. Vielleicht ist jemand, der zuhört, der sagt, ich glaube, es gibt fünf Saisons. Echt? Auf jeden Fall gibt es, also mindestens vier Saisons.
Vielleicht kann jemand sagen, ob es nochmal so gut wird, dass es sich wieder lohnt, aber da für uns hat er sozusagen Saison 3 has jumped the shark. Genau, überhaupt, wenn jemand das hier hört, könnt ihr euch gerne melden und auch andere Sachen erzählen. Oder bei iTunes mal eine Review hinterlassen, dann kommen wir auch weiter hoch. Wir könnten ja auch nochmal sozusagen Gastleute einladen. Zum Beispiel? Ja, keine Ahnung, also wenn es da draußen jemanden gibt, der unbedingt mal über eine tolle Serie sprechen möchte oder so. Ach ja. Die er gerade gesehen hat, dann. Die uns vorstellen möchte, ja klar. Genau. Ja. Einfach über unsere Facebook-Seite anschreiben. Oder direkt auf die Pinnwand knallen, das ist kein Problem. Ansonsten habe ich nicht so viel gesehen in letzter Zeit, muss ich gestehen. Und der Marcel? Ich auch nicht. Okay. Nee, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich sehe zwar immer, aber das sind immer so Sachen, die rauschen an mir vorbei und ich kann mich nicht an Details erinnern. Also es sind immer so Sachen, die bleiben mir einfach so, nur so kurz im Gedächtnis. Dann denkt man, ja okay, dann ist es auch irgendwie nicht wert, dass man sich da die Sachen merkt. Ja, oder davon erzählt, stimmt. Ja. Ja, was ich ganz nett finde, aber da bin ich jetzt auch nur durch Zufall drauf gestoßen, auch eine Serie, weil ich habe zufällig reingesetzt bei Pro7 Black Sails. Ah, die läuft schon? Die läuft. Okay. Ich weiß nicht, ob die geschnitten ist oder was für eine Altersfreigabe die in den USA hat. Das ist ja eine Kabelserie, ja. Eine Stars-Serie, genau. Die haben ja auch Spartakus gemacht und genau. So. Und da ging es ja schon recht heftig zur Sache. Also da weiß ich, dass die Folgen ich weiß nicht, ob es da 20.15 Uhr Folgen gab, wahrscheinlich nicht, aber die machen ja immer zwei Ausstrahlungen. Einmal so eine Abend- und dann so eine Nachts-, die Wiederholung. Okay. Und mein Vater hat mir damals erzählt, dass er hatte dann zufällig mal in beide Ausstrahlungstermine reingeguckt und tatsächlich war die, also die dann späten nachts oder morgens läuft, war dann ungeschnitten. Zum Beispiel. Aber okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Black Sails ist, keine Ahnung. Da habe ich jetzt die ersten vier Folgen gesehen und so weiter und ist ganz nett. Also es ist die Vorgeschichte zur Schatzinsel, soll das wohl sein. Ach doch, ich habe nämlich die ersten zwei gesehen und es mutete so ein bisschen an, ja. Ja. Ja, also dieser Captain Flint da zum Beispiel, der hat quasi so die Hauptrolle und dann der Vater von wie hieß denn der Hauptcharakter von die Schatzinsel? Hawkins? Ja, genau. Das beschreibt im Prinzip so, wie der Vater dann bei Captain Flint anheuert oder angeheuert wird, vielmehr, und wie es dann mit der Schatzsuche dann und so losgeht irgendwie. Aber der Score ist auch ganz gut, ich habe den irgendwo gespeichert. Ja, von Bear oder Beer McReary. Genau. Und der Typ ist mittlerweile für die TV-Welt das, was Hans Zimmer in der Kinowelt ist. Also man hat das Gefühl, wenn eine neue TV-Serie rauskommt, dann macht der Typ die Musik. Also ich weiß nicht, das hat bei Battlestar Galactica ja angefangen und seitdem hat man das Gefühl, dass der im Prinzip jede Genre-Serie. Ja, Genre, das wollte ich jetzt sagen, ja. Weil ist er nicht auch bei Da Vinci's Demons, glaube ich, hat er ja, das gemacht? Genau. Ja, genau. Genau. Und so weiter und so fort, also. Okay. Ja, ja, das ist er, ich meine, auch das, mehrere. Das muss nicht schlecht sein. Also was seine beste Filmmusik für eine TV-Serie zum Beispiel, das war tatsächlich mehr so eine Krimi-Thriller-Serie. Mhm. Oh Gott, wie hieß die denn? Also Hard Target? Ja, genau. Ah. Und die hat wirklich eine großartige Musik. Ui. Also wirklich sehr, sehr fantastisch. Ich muss mal reinhören, ich hab den, aber ich hab noch nie gehört. Und die Musik ist halt so gut, dass er quasi für die zweite Staffel gefeuert wurde. Was? Ja, genau. Weiß sie dann, ja, tut mir leid, die Musik ist zu gut, wir wollen was anderes haben. Die hängt von den schlechten Schauspielern ab.
Ja. Ungefähr. Nee, keine Ahnung, ich habe die Serie nie gesehen. Ich war nur so geflasht von der Musik, weil die Musik ist halt so, wie die Filmmusiken in den 80er Jahren waren. Okay. Also so richtig groß, orchestral sozusagen, mit echtem Orchester und viele Themen und Motive drin, also richtig, richtig klasse. Ja, und dann haben das, die... Was dann ist Hard Target? Ist das die... So eine Krimi-Action-Serie, ja, genau. die wirklich mit auch so sein soll wie die 80er-Serie. Einen Jungen, einen Älteren? Ist das auch. Die? Das wollte ich gerade sagen. Ach, du meinst bestimmt Hardcastle und McCormick. Nein. Die läuft nicht mehr. Und der Ältere heißt Taggart, oder? Heißen die nicht alle Taggart dann? Ja. Älteren Cops? Alle. Ja. Okay. Sonst irgendwelche Neuigkeiten, bevor wir zum Hauptthema oder zum Special-Thema rüberspringen? Nein, schieß los. Nee, du schießt los, das war dein Vorschlag diesmal. Oder soll man das nie erwähnen? Jetzt ist raus. Wer schuld ist. Nein, ich war total, weil ich die beiden Filme, um die es geht, die wir uns angucken wollen, ja, tatsächlich sehr lange nicht gesehen habe und den einen wirklich auch nur einmal gesehen habe. Um welche Filme geht es denn? Okay. War ich total gespannt, die nochmal zu sehen. Es geht um The Dark Crystal und um Labyrinth, die ja durchaus was miteinander zu tun haben. Haben sie eigentlich, ist es derselbe Regisseur? Wer steht denn als Regisseur eigentlich drin? Ist es bei den beiden? Ist es beides mal Jim Henson? Ich habe noch nicht geguckt. Ja, doch. Beziehungsweise bei Dunkle Kristalle ist es Jim Henson und Frank Oz. Ah, okay. Jedenfalls ist beides Jim Henson Productions. Wenn man so sieht, ist es schon sehr verwandt. Genau, der eine, der ältere ist der Dunkle Kristall von 1982. Richtig. Und Die Reise ins Labyrinth, so der deutsche Titel. 86, genau. 86, genau. Und im Prinzip finde ich beim Dunkle Kristall sehr spannend, den nochmal zu sehen, unter der Prämisse des Uncanny Valley. Weil das ist bei mir in Erinnerung nämlich sehr stark, dass ich die Augen von den, wie heißt denn der, Halblinge auch? Oder? Ja. Gelflinge. Gelflinge, du hast recht. Das andere war. Wo ist denn Halbling nochmal? Wir haben Hobbit, oder? Sind das ja. Ach so, okay. Ich glaube, der Halbling ist der nicht geschützte Begriff für Hobbits. Aha. Okay. In im Hobbitland oder wo? Hallo? Ja. Ja, ich sag einfach mal ja. Genau. Aber wenn so still ist, mache ich dann immer. Ja, wir. In meiner Erinnerung weiß ich, dass ich, als ich den Film dann irgendwann gesehen habe, aber vorher habe ich schon Ausschnitte und so gesehen. Hatte ich im Prinzip genau dieses Problem, das Uncanny Valleys, dass die zu menschlich aussahen. Also ne, keiner hat Probleme mit Kermit oder Miss Piggy oder auch was gibt's noch, was ein bisschen menschlicher ist? Scooter. Ja, Scooter, genau. Scooter würde jemand sagen, könnte ein Mensch sein, aber trotzdem ist klar, irgendwie er ist eine Puppe und hat keine Probleme damit. Aber die haben ja beim Dunklen Kristall versucht, realistischer zu werden. Ja. Und ja, da weiß ich, dass ich speziell mit den Augen da auch Probleme hatte. Ähnlich halt wie dann später bei diesen Motion-Capture-Filmen, wo ja dann auch der Begriff aufkam mit dem Uncanny Valley, dass je weiter man sich nähert dem Realismus eines echten Menschen, umso größer ist eigentlich die Ablehnung, wenn es nicht hundertprozentig passt. Und erst wenn es dann irgendwann richtig passt, dann glaubt man es. Aber eher unbewusst meinst du, ne? Ablehnung, die unbewusst ist. Richtig, unbewusst. Ja. Ja, also man könnte beim Polar Express sicher das nicht richtig artikulieren, außer vielleicht auch zu sagen, ja, die Augen sehen irgendwie ein bisschen komisch, leblos aus. Aber das ist im Prinzip das, was damit gemeint ist. Okay, und vielleicht ist es das, weil als ich klein war, konnte ich mit dem Dunklen Kristall überhaupt nichts anfangen, weil ich immer dachte, irgendwas stört mich an den Puppen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich wusste bis jetzt nicht, was es war. Ich bin auch gespannt, den wieder zu gucken. Ich glaube, ich habe den seit Mitte der 80er nicht mehr gesehen. Ja, ich habe beide Filme hier in so einer Doppel-DVD-Edition. Ah, gut. Ich hatte schon gedacht, du guckst die VHS-Version. Und die habe ich hier stehen und immer, wenn ich mal Zeit habe und Bock habe, mir den Film an, dann stehe ich davor und denke, Mann, den hast du schon so lange nicht mehr gesehen. Beide, die könnte ich doch jetzt eigentlich mal, ach nee.
Ja, ja, dann ist jetzt, es doch, jetzt musste. Dann ist es doch super. Ich meine, das war bei mir genauso. Ich habe mir die Deluxe Editions, glaube ich, in Florida 2007 gekauft. Oh. Und seitdem stehen die da. Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich die ausgepackt und vor dem Beamer gelegt und dachte, jetzt aber. Oder jetzt schmeiße ich die weg und kaufe mir die Blu-rays, die jetzt auch sind. Aber nee, ich gucke erstmal die. Ja. Nee, beim Labyrinth ist das gleiche. Ich habe beide nicht im Kino gesehen, was ich auch nicht verstehe, weil Labyrinth war ja eine Lucas-Produktion und in dem Jahr habe ich Howard und Labyrinth nicht im Kino gesehen. Wahrscheinlich hatte ich nicht so viel Taschengeld. Ich muss mich jetzt mal outen, ich habe Howard the Duck bis heute nicht gesehen. Ach so. Oh, dann müssen wir den nächsten Mal gucken. Nein, Spaß. Nee, wieso nicht? Nein, aber das war ne, anders als bei dir, war ich da. Vielleicht hatte ich mehr Taschengeld, weil ich habe bei dem Kino gesehen. Ich hatte schon einen Job damals. Nee. Bei der D-Mark. Also ich rede jetzt von Howard the Duck und Labyrinth, weil das, genau, es waren Lucasfilm-Produktionen, es waren irgendwie so in den Magazin angekündigte Filme irgendwie. Ich habe die Ausgabe noch von der Cinema. Ja. Und die, wir könnten. Entschuldigung, ich muss da gerade reingerichtet, bevor mir das wieder aus dem Kopf fällt. Howard the Duck und Legend könnte man. Hä? Weil? Vinieren. Nimm mal die Verbindungs. Das fällt mir sogar. Die stehen bei mir am Schrank nebeneinander. Ja, das ist so. Weiß nicht, ob es da eine Verbindung gibt, aber irgendwie fiel es mir gerade ein. So. Also dann eher Legend, dann passt eher der Legend jetzt noch zu den beiden. Guck mal, wir finden bestimmt eine Verbindung. Also es muss ja auch nichts Echtes sein, ne? Wir können selber irgendwelche Übertitel erfinden, ne? Nicht so ja, irgendwie. Aber vielleicht gucken wir nächstes Mal nicht heute. Erstmal sind wir bei Dark Crystal und Labyrinth. Genau. Bei Labyrinth kann ich mich noch genauer erinnern, dass ein Schulkommilitone, der Oliver, hatte den Film irgendwie vorher gesehen, auf einer Convention oder sowas, oder der war auch in London irgendwo, hat er irgendwann. Ja, sowas gab's damals. Die Erzählung, er hat mir dann davon erzählt, auf einer Klassenfahrt, im Prinzip den ganzen Film erzählt. Aber das war eigentlich den Film, den ich sehen wollte. Ja. Den Film, den ich dann gesehen habe, weiß ich noch, hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, mich auch damals. Ich bin echt gespannt, wie die jetzt rüberkommen. Das sind beides keine Favorites von mir, aber wer weiß, ich habe heute Morgen in den Trevor Jones Soundtrack von Dark Crystal reingehört und dachte, wow, das ist mir nie aufgefallen. Doch, und dann hatte ich mir nochmal die David Bowie Songs angehört und dachte, oh, das wird ja witzig. Ja, oh Gott, ja. Wisst ihr das noch? Ist David Bowie der Bösewicht? Ja. Ist das der einzige Film, wo der Bösewicht aber Songs hat? Aber man weiß auch wieder nicht so genau, ob er wirklich ein Bösewicht ist, glaube ich. Ah, er ist schon er ist derjenige, der das kleine Kind entführen will. Ne? Ja, also, weil sie sich das gewünscht hat. Hä? Ja, sie ist doch die Böse. Ja, naja. Aber er ist, also im Prinzip dann ist er, er ist schon, das macht schon der Böse, dass der irgendwie das Wünsche erfüllt, aber nicht so, wie man es dann in Wirklichkeit will. So, also ich würde sagen, er ist der Bösewicht. Ich könnte nicht mal sagen, was da genau passiert. In beiden Filmen. Ich bin echt gespannt, was da. Weil bei dem letzten Mal hatte ich ja noch so eine Art rudimentäre Wahrnehmung von, was da passiert. Aber hier weiß ich noch, dass es das hässliche Wesen waren bei Dark Crystal, wo ich ja das auch das Problem mit bei Herr der Ringe, bei den Büchern hatte. Ich kann bei Geschichten der Handlung nicht folgen, wenn der Hauptdarsteller nicht eine menschliche Figur ist. Mhm. Es muss schon Indiana Jones drin sein oder Luke Skywalker oder sowas. Und bei den Hobbits hatte ich das Gefühl, das ist immer nur dieser behaarte Frodo. Erst im Film war mir bewusst, dass Aragorn sozusagen die menschliche Figur ist. Und bei Dark Crystal ist es ja nur so Glimpflinge. Nee, wie heißt die? Hämpflinge? Gelflinge. Geiflinge. Und das andere sind die Skeksis. Ah ja, genau. Und ich bin echt gespannt. Vielleicht nehme ich den jetzt anders wahr als... ich weiß gar nicht, wann das war. Mitte der 80er aus der Stadtbibliothek in einer VHS-Kassette. Also ich musste wieder, ich habe beide im Kino gesehen. Wow. Mal wieder den Dunklen Kristall mit meinem Vater wieder zusammen. Cool. Und das Labyrinth, da war ich alleine drin und den fand ich richtig scheiße damals. Ja. Okay. Ich kann mich auch nur noch, ich habe den auch, glaube ich, danach nur einmal noch mal im Fernsehen gesehen oder so. Ich kann mich nur noch daran erinnern, da gibt es eine Puppenfigur, die auf einem echten Hund reitet. Mhm. Ja. Sir Didymus, genau. Ja.
Da kann ich mich dran erinnern. Das ist das einzige. Okay. Und an einen unglaublich schlechten David Bowie-Song. Welchen? Dance Magic Dance? Ja, ich glaube. Ich habe dich ja gerade gehört. Oh mein Gott. Grauenhaft. Ja. Und beim Dunklen Kristall, im Prinzip genauso wie bei Alex. Ich fand beide Rassen sozusagen total gruselig. Und ich fand die Gelblinge sogar noch gruseliger als diese Skeksis zum Beispiel. Weil die hatten, ja, wirklich die waren so richtig creepy halt, so. Also. Ja, und die Bewegungen auch. Ja. Ne? Ja. Ja. Nee, ich sehe die auch zum ersten Mal auf Englisch. Vielleicht kommt da mehr rüber, wenn so britische Akzente mit drin sind bei Fantasy-Filmen. Ich glaube, die gewinnen dann auch noch, hoffe ich mal. Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich fand Bowie auf jeden Fall schon cool. Also irgendwie Bowie war cool. Auch wenn die Songs jetzt nicht die besten von Bowie sind, aber... Underground ist schön, der erste. Ja, Song. Also ich weiß auch noch, dass ich die Platte zu dem Zeitpunkt drauf und runter gehört habe und eigentlich auch alle Songs grundsätzlich gemacht habe. Und ich hatte dann sogar eben mehr Probleme mit Jennifer Connelly. Ja. Connelly. Probleme? Ja, dass ich sie nicht so mochte. Hast du dich gestorben? Nee, ich mochte sie dann nicht so, fand sie nicht so sympathisch. Ja, es ist ja auch eine Bitch. Ich meine, die gibt ihr Bruder weg. Ja, genau. Wahrscheinlich, wenn wir die gucken, wissen wir dann wirklich, wer der Bösewicht ist. Ja. Nee, schade, ich habe das Gefühl, dass Labyrinth ganz cool wäre, wenn wir den live zu dritt sehen würden. Ich glaube, da sind coole Sachen zum Live-Kommentieren. Vielleicht machen wir irgendeinen speziellen Film, wo wir wissen, dass er nicht so gut überlebt hat, die letzten 30 Jahre, dass wir den irgendwo zusammen gucken. Ja. Und live aufnehmen. Das wäre lustig. Ich glaube, das müssen wir machen. Ja. Ja. Was ist auf jeden Fall? Überlegt euch mal irgendwas, was. Ja. Howard the Duck sind wahrscheinlich. Ich weiß bei beiden Filmen noch, dass es da Making-ofs gab, die auch irgendwie im Fernsehen offensichtlich liefen, weil an die kann ich mich beide noch sehr gut erinnern. Ich glaube, die liefen wirklich so im Fernsehen. Ich weiß, dass sie halt für die ein paar Sequenzen von Labyrinth erklärt haben. Das war ja auch, ne, da sind es ja auch sehr die Puppenspiele an sich. Es gibt da eine Sequenz, wo Hände reden runter und dann sind da lauter Hände, die sie erst halten und dann aber auch Gesichterform und Münderform und reden so. Also diese Puppenspieltradition wird da auch sehr hoch gehalten. Und auch beim Dark Crystal weiß ich noch, dass sie da erklärt haben, wie die Gelflinge auf diesen pferdeähnlichen Stelzen Tieren reiten und sowas. Da kann ich mich alles noch erinnern. Also mehr ans Making-of als an den eigentlichen Film. Ja, das war doch wie bei einem Star Wars Making-of. Das lief dann so oft in den dritten, dass ich Szenen auswendig kannte, bevor ich den Film gesehen habe. Bei A New Hope, genau. Und ich glaube, das waren auch so Specials, die in den dritten damals liefen, auch beim Labyrinth und bei Dark Crystal. Im Endeffekt, die ganzen Lucas und Jim Henson Sachen sind ja die als erstes so Making-ofs auch mit auf Kassetten hatten. Wieder zurück, nachdem wir die Filme gesehen haben. Ja, welche waren das nochmal? Labyrinth und Dark Crystal. Über welchen unterhalten wir uns zuerst? Chronologisch, oder? Oder brennt sie irgendwo? Ja. Nee. Okay. Macht wahrscheinlich mehr Sinn so. Ja, wie fangen wir an? Ich weiß nicht, war es bei euch so, dass ihr jetzt zwei Sachen wiederentdeckt habt, die richtig toll sind? Nee, leider nicht. Ja, irgendwie war ich... ich war noch irgendwie so super gehypt von den beiden Batman-Filmen, dass ich dachte, das passiert das Gleiche. Ja. Ne? Da konnte man auch die Marken rauskriegen von Wargames und Blue Thunder, aber auch die positiven Sachen. Aber hier? Ja. Also es gibt schon was Positives zu sagen. Also, nämlich? Das Production Design finde ich. Also speziell beim Dark Crystal, beim Labyrinth ist es anders, aber auch man sieht irgendwie die Mühe, die sie sich gemacht haben und die Ideen, die dahinter stecken. Ja, das stimmt. Aber speziell beim Dark Crystal ist es schon sehr schönes Production Design, aber dann halt nicht viel dahinter leider. Also die Story hält eigentlich nur für 25 Minuten, also ist eher was vielleicht beim, wie ist die Serie, die Storyteller-Geschichte oder so von Henson. Stimmt. Richtig, ja. Das ist leider storytechnisch alles sehr dünn.
was ich im Prinzip mit im Vorgespräch schon gesagt habe, mit diesem Uncanny Valley meinte. Mhm. Ja, speziell bei den Hauptfiguren, die sind total leblos und die sind vor allen Dingen gruselig. Naja, immer noch. Ja. Also die sind auf eine andere Art gruseliger als die Skeksis im Prinzip. Oh ja. Das stimmt. Und ne, die Augen sind tot und in den Gesichtsbewegungen passiert halt nichts. Also man muss fast sagen, der Film würde wahrscheinlich als CGI-Film oder ich will jetzt nicht so weit gehen und Motion Capture sagen, aber die Hauptdarsteller würden wahrscheinlich heutzutage davon profitieren, wenn sie computergeneriert werden. Ja, Motion Capture auf jeden Fall, dann wäre das ja wie Avatar. Im Endeffekt, es geht hier nicht um menschenähnliche Wesen, deswegen, da haben ja die Leute kein Problem. Haben Probleme damit, dass Menschen nicht echt aussehen. Nicht, wenn sie überzeichnet sind. Zum Beispiel ja, die sind ja überzeichnet. Bei Monster House hat ja keiner was gesagt, weil die Menschen da auch überzeichnet sind. Ja, aber hier sind im Dunkle Kristall sind die Hauptdarsteller, die beiden ja auch überzeichnet. Also genau. Nicht wirklich menschlich, aber trotzdem gruselig. Klar, aber ich meine, da würde das von Motion Capture profitieren, das meine ich. Dann wäre es ja wie bei den Navi. Ja, das stimmt. Ja, aber dafür sind die Gelflinge einfach noch zu menschenähnlich. Wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, diese Skeksis, da sieht man ja auf den ersten Blick, dass das irgendwelche fremdartigen Kreaturen sind. Und da legt man halt auch einen ganz anderen Maßstab irgendwie an. Aber wenn Figuren, ob es nun CGI oder Puppenfiguren sind, die versuchen irgendwie so menschlich wie möglich auszusehen, das geht meistens in die Hose. Aber ja. Ich finde, das Problem ist ja bei dem Film auch, dass die Figuren auch nicht so interessant sind. Ich glaube, es liegt nicht mal an der Technik, sondern der ist zu generisch. Yen? Nee, wie hieß die? Die Hauptfigur? Ja. Und die heißt... Jen. Jen, genau. Der ist so sehr zu generisch. Die haben wahrscheinlich versucht, so eine Art Luke Skywalker draus zu machen. Weißt du, die Figur, wo der Zuschauer sich mit reinversetzt. Aber der Kira. Ist so... Das Mädchen ist Kira, genau. Genau. Der ist so... Ich habe es ja auch aufgeschrieben... Der geht dann los. Also die Mission beginnt, der hat nicht mal Zweifel, wie ob es nun der Bilbo ist oder wer auch immer, die hatten ja Zweifel vorher. Und dann passiert was Schlimmes und dann gehen sie ins Abenteuer. Er steht auf und geht ins Abenteuer. Das ist sowas wie, es steht in meinem Notizblöckchen, dass ich jetzt... deswegen, er ist zu leblos im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, wenn die Figur interessanter wäre, würde uns das gar nicht stören, dass sie so aussieht. Möglich. Ja. Aber wie du auch sagtest mit der Mühe, ich habe ein Problem bei Filmen, die komplett schlecht zu finden, wo man diese Mühe sieht. Das passiert mir bei Animationsfilmen, das passiert mir bei Puppenfilmen, natürlich. Natürlich ist es unfair bei den normalen Spielfilmen, dass man die dann schneller fertig macht, obwohl da auch Mühe drin steckt, egal wie doof sein Drehbuch ist oder Schauspiel. Aber bei den Nicht-Realfilmen fällt mir das schwer, sofort zu sagen, der war doof. Ich habe ja, aktuelles Beispiel ist eben der siebte Zwerg, der neue Animationsfilm, der eben nicht toll ist, aber die ganze Mühe ist so, dass ich denke, schade, dass man daraus nicht was Besseres gemacht hat. Ja, und speziell auch, man hat natürlich auch Henson oder die Henson-Leute oder Welt, die mag man natürlich und will eigentlich auch das gut finden. Und wenn man mit Sesamstraße aufgewachsen ist und Muppets und so, dann will man das natürlich auch mögen, aber haut halt nicht hin, speziell halt bei den beiden Hauptdarstellern. Und die anderen Sachen funktionieren, würde ich sagen. Und das ist dann schon schade. Wobei auch der Film nicht so richtig weiß, ob es jetzt ein Kinderfilm sein will oder nicht. Also ich habe überlegt so zwischendurch, würde ich den meinem Sohn zeigen. Und dann kommen aber so schon relativ krasse Szenen, wie diese, wo die Skeksis da essen bei diesem Mal und kleine Tiere essen und das ist schon ganz schön gruselig, so auf jeden Fall eklig auf eine Art. Ja. Also ich finde die krasseste Szene, wo diesen kleinen Figuren, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn nochmal? Pottlinge. Ja, Pimpflinge, genau, ja. Pottlinge, genau, wo die in dieser Folterkammer sitzen und wo denen quasi dann das Leben ausgesaugt wird. Oh, ja. Oh. Das ist eine dermaßen gruselige Szene. Ja. Also alleine deswegen würde ich das Kindern schon irgendwie nicht zumuten.
Genau, weil ja, bis zu einem gewissen Alter, weil das ist echt ganz schön fies. Drain your living essence, hieß es ja, genau. Boah, alle Begriffe schon gruselig. Ja. Dafür waren andere Sachen wieder halt, speziell auch die Story. Ich meine, die Story, alle wollen in das Schloss. Die Gelflinge wollen in das Schloss von den Skeksen. Die Skekse wollen, dass der Gelfling in das Schloss kommt. Der abtrünnige Skeksis will den Gelfling in das Schloss locken. Eigentlich wollen alle, dass er in dieses Schloss geht. Ja, und dann gehen sie halt ins Schloss. Also alle kriegen eigentlich ihren Willen. Zwar letzten Endes nicht so, wie sie gedacht haben, aber es gibt kein Drama, dass der eine will was von dem anderen. Eigentlich wollen alle dasselbe. Eigentlich schon, Bis er auf dem Kristall hockt und dann zufällig da das Ding da reinhaut. Ja, klar, also wirkliche Spannung kommt in dem ganzen Film nicht so wirklich auf. Ich glaube, man weidet die ganze Zeit nur die Augen an den großartigen Settings und so weiter. Das reicht halt dann. Nee, das stimmt. Ja, wie war denn die Exposition? Ich habe schon wieder vergessen, ganz am Anfang in dem Prolog. Das sind irgendwie Wesen wie du und ich und dann zersplittern die in böse und gut oder wie war das nochmal? Ich glaube, ich habe am Anfang schon nicht zugehört. Ja, am Anfang hat man es ja nicht gesagt, sondern das ist ja sozusagen die Überraschung. Ach so, aber das wurde nicht im Prolog schon erwähnt? Nee. Ah, okay. Da weiß man es nicht. Das stimmt. Im Prolog steht nur, es gibt die und es gibt die. Genau, die Legende des Kekse war als erstes. Genau, da war ich nämlich verwundert. Ich kapiere gerade meine Notizen nicht, weil das schon länger her ist. Dass die als erstes alles über die Skeks erfahren und dann kommen wir zu den Gelflingen, die ja eigentlich die Hauptfiguren sind. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil es wirkte so, als ob wir über die Skeks eine Geschichte jetzt erleben werden. Ja. Und der andere zerfällt dann, dieser Imperator, am Anfang? Ja, das war auch ganz schön gruselig, fand ich. So, also jetzt auf jeden Fall nicht, ist kein Kinderfilm. Nee, ich glaube, das ist sowas wie die Young Adult Sachen, die wir jetzt zu sehen bekommen, nur eben in der falschen Zeit. Ab wie vielen Jahren waren der überhaupt? Ich glaube, der war 12. Ich habe den damals nicht gesehen, weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, ich meine, der lief doch zeitgleich mit E.T., oder? 82. Der war 12, genau, 82. Also eigentlich ein super Jahr für Fantasy, Science-Fiction-Filme. Ich kann mich noch an das Poster erinnern, dass ich das irgendwie im Schaukasten gesehen habe in einem Kino. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Aber hatte kein Bedürfnis reinzugehen. Und die war Muppets und Fraggles. Oh nee, Fraggles gab es später erst. Muppets aus der Straße fern, also deswegen. Das geht aus den Postern aber auch nicht hervor, irgendwie. Was genau? Finde ich. Dass sie verwandt sind? Ja. Ach so. Aber kannst du natürlich auch thematisch nicht machen. Du kannst dich bei The Dark Crystal von den Machern von The Muppets Movie. So richtig passt es nicht. Auch wenn es stimmt. Ja. Das habe ich immer noch, dass der Score natürlich sehr cool ist. Ja, das ist wirklich das absolute, also für mich ist das immer noch nach wie vor das absolute Highlight an dem ganzen Film. Also, ich hab den komplett vergessen. Das ist großartig, ein großartiges Main Theme und es klingt auch alles wie aus der Zeit. Also, was Trevor Jones da macht. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin in einem anderen Soundtrack drin. Aus der Zeit irgendwie. Was habe ich hier noch? Ausziehszene, gruselig. Hat sich da jemand ausgezogen? Ja, die haben eben die Kleider vom Leibwächter Imperator. Genau, und dann wundere ich mich hier, dass der Jen so lange allein unterwegs ist, weil die Kira, die eigentlich die zweite Hauptfigur ist, erst in der Minute 34 auftaucht. Das würde man heute gar nicht hinkriegen, dass das Mädel so spät erst in die Geschichte mit reinspringt. Ja. Besonders bei einer 34 Minuten, wo echt nicht viel passiert. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, dass die schneller dabei gewesen wäre. Also, aber wie gesagt, das ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen hatte. Und der Fizzgig, war das dieser kleine Hundedingens da? Ja, dieses kleine braune Fellteil. Genau, guck mal, ich habe gerade vergessen, was überhaupt seine Funktion war. kurz vor Schluss ist irgendwie dieser Chamberlain plötzlich gut, oder? Oder nett zu denen und hilft denen, oder? Wie war das nochmal? Vielleicht sollten wir den Film nochmal gucken. Aber wieso ist der komplett Ausfall? Ich kann mich echt nur an so Sachen wie diese Tante, die denen geholfen hat. Hieß die Augra oder so? Augra, ja. Dass die extrem hässlich ist. Ganz coole Idee mit dem Auge und so. Ja. Also da sind, wie gesagt, alles mehr so Ausstattung und Kostüme und sowas, das passt also auch teilweise der Look von den Monstern oder diese Landslider, das fand ich sehr cool. Ja. Halt auch auf eine altmodische, analoge Art der Umsetzung, kommt ja alles aus einem Puppen-Background und Puppeteering. Das finde ich aber zum Beispiel bei fast allen Filmen, also im Prinzip ist es bei allen Muppet-Filmen, muss man ganz ehrlich so sagen, dass diese ganzen, also wenn man so das Setting sieht und die Figur, jede Figur an sich ist ein ausgearbeiteter Charakter mit viel Hintergrund, mit ganz vielen Details und so weiter. Aber irgendwie, wenn alle zusammenkommen, dann wird nie sowas richtig Rundes da draus.
Wenn es zu viele sind, ja. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Also die Leute geben sich unglaublich viel Mühe, dass die Settings stimmen, dass jede Figur ist im Prinzip ein eigener Charakter mit ganz vielen kleinen Details, auch von der Ausstattung her. Aber irgendwie kriegen sie es nie hin, dass so eine Handlung entsteht, die irgendwie rund ist. Das hatte ich tatsächlich aber bei dem aktuellen Muppets-Film. Da fand ich das besser gelöst. Da sind ja auch andere Leute dran jetzt, ne? Bei den neuen Muppets-Filmen. Das sind ja zwar die gleichen Darsteller sozusagen, aber ja, die Macher sind ja komplett andere. Ja, die Muppets-Filme jetzt, wenn wir kurz drüber springen, da haben wir den gleichen Effekt, glaube ich, wie bei einer anderen Filmserie, die wir kennen, die früher auch im Fernsehen war. Wo man dann das Gefühl hatte, ein paar der Figuren machen gar nichts. Und das ist eben Star Trek. Besonders bei den Next Generation Kinofilmen ist es doch so, dass man das Gefühl hat, die sitzen einfach nur auf ihren Stühlen in der Enterprise. Ja. Und so ist es bei den Muppets auch. Deswegen versuchen die den Figuren, weil es ja keine Menschen sind, so viel wie möglich auch dazu zu schreiben, damit der was macht. Und dann verliert man auch irgendwie den Überblick so ein bisschen. Ja. Nur hier war es ja jetzt nicht unbedingt der Fall, weil wir kannten die Figuren nicht vorher. Nee, aber ich meinte, die Ausarbeitung von diesen ganzen Figuren, selbst bis in die letzten Nebenfiguren hinein, die ist einfach so ausgearbeitet, dass man im Prinzip die ganze Zeit abschweift. Ja, und genau. Denkt, diese Lenslayer, die sehen ja cool aus. Warum kann ich nicht den ganzen Film nur mit den Lenslayern gucken? Oder diese Käfersturmtruppen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Garfield. Genau. Auch wie cool die aussehen und großartig, aber In dem Moment, wo man das denkt, ist man natürlich komplett raus aus der Handlung. Genau. Und das passiert halt ständig. Was ja okay ist, weil es ja wenig Handlung gibt. Genau. Ja, okay, ganz positiv. Und es wird dann wiederholt. Man verliert sich, weil in der Szene gerade wieder etwas erzählt wird, was wir schon mal gehört haben. Und ich glaube, da fällt man schnell raus und beobachtet den Rest drumherum. Ja. Das ist auch einer von den Filmen, die in London wahrscheinlich gedreht wurden, oder? In den Sicherheit. Gehe ich stark von aus. Ja. Und Marcel, du hattest erzählt, dass dein Bekannter... Du sprichst von Norman Schneider, dem Puppenschneider. Genau. Ein Figurenbauer, ein Puppenmacher, der hier in Bielefeld wohnt und arbeitet, der auch schon für ganz viele Produktionen Puppen gebaut und auch gespielt hat dann. Mhm. Sehr bekannt in der entsprechenden Szene hier in Deutschland halt, wird auch ständig in irgendwelchen Werbespots und auch TV-Serien und so weiter und so fort. Also er taucht wirklich oft auf. Und sein Ruhm, seine Bekanntheit und sein Können vor allen Dingen hatte sich da bis nach London rumgesprochen und die Hensons haben ihn quasi eingeladen beim... Ich hoffe, ich verrate jetzt nichts, was er eigentlich unter Verschluss halten müsste. er sollte, oder er hat, glaube ich, auch beim ersten Muppets, also bei dem Vorgänger-Muppet-Film. Dem 2011er. Genau. Ja. Da sollte er mitmachen. Und auch bei der geplanten Fortsetzung vom Dunklen Kristall, aus der ja auch nichts geworden ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war er auch in London und hat tatsächlich an so Massenszenen mitgewirkt, hat da Puppen geführt. Aber der hat nicht erzählt, was da so passierte in der Zeit. Nee, das durfte er eben nicht. Ah, okay. Dann wollte ich ihn auch nicht weiter ausfragen, obwohl mich das natürlich schon interessiert hätte, aber er meinte, er darf da nicht drüber reden. Ja, leider ist ja nun aus der Fortsetzung vom Dunklen Kristall nichts geworden. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch irgendwas in Planung ist oder ob das Ding komplett tot ist. Puh, wer weiß. Und wenn sie es wieder starten, wenn zu viel Zeit vergangen ist, wird es sowieso irgendwie neu aufgefrischt. Also nicht mit den gleichen Sachen, die sie bis jetzt aufgestellt haben. Wobei, ich meine, die Hauptdarsteller altern wenigstens nicht. Das muss man... Ja, das stimmt. Kann man die Originalbesetzung nehmen. Man muss dann auch bemerken, der war ja schon sehr erfolgreich. Nee, eben nicht. Doch, ich würde sagen schon. Der war auf jeden Fall in den USA erfolgreicher als... Conan erfolgreicher als Blade Runner. Ja, Blade Runner war ja ein extremer Flop, deswegen. Ja, aber der kriegt eine Fortsetzung, wie es aussieht. Ja, klar, weil viel Zeit vergangen ist. Und Tron hat auch eine Fortsetzung. Oh ja, stimmt. Aber Dark Crystal kann ja nicht erfolgreich gewesen sein, weil John Lennon, wollte ich sagen, Jim Henson war danach total hin, nachdem das Publikum den nicht mochte und die Kritiker nicht. Der wollte hat danach nie wieder einen Film inszenieren wollen. Das habe ich überall gelesen, dass das wirklich das Ende von der Kreativität war, weil er viel reingesteckt hat, was er dann eben beim Labyrinth, was wir später beschreiben, wieder rausgenommen hat. Also an dieser Ernsthaftigkeit, ich erzähle jetzt die Geschichte so, wie ich es mir vorstelle.
Da war total geknickt, nachdem das Publikum eben das nicht mochte. Vielleicht geht es dann mal um die Kritiken, aber war schon, also ich habe jetzt gerade hier bei den US-Einspielergebnissen hat er 40 Millionen gemacht von 15 Millionen, die er vielleicht gekostet hat. Das ist ja immer nicht ganz sicher, aber ich würde schon sagen, dass er okay, kein recht Esel, erfolgreich war. Ja, für die Zeit waren 40 und 70 immer ganz groß, außer es war dann E.T. oder sowas oder irgendwie Airlines. Ja. Also ne, in dem Jahr auf und im Jahr 82, was das Jahr von E.T. war? E.T., Star Trek 2, Poltergeist und was war er dann auf Platz 16. Also ich würde schon sagen, recht erfolgreich. Absolut. Im Gegensatz zu Labyrinth zum Beispiel, der sein Geld wahrscheinlich nur gerade so rausgemacht hat. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Ich habe ja auch aufgeschrieben, dass ob das sein musste, dass die Kira bei der Action-Szene genau das Hey-Ja von Biggie, diesen Karate-Schrei, einsetzen musste. Weil mich hat das rausgerissen. Ich dachte, ich bin jetzt in der Muppet-Show, als sie das Geräusch gemacht hat. Weil das ist ja natürlich das typische Überzogene von Piggy. Und dann macht das plötzlich die unsere Helden. Deswegen, außer es war nur in der englischen Fassung. Ich weiß gar nicht. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Aber jetzt, danke, dass du mir den Film versaut hast. Ja, jetzt genau. Werde ich diese Szene nie wieder sehen können. Ich saß da und war so ein bisschen am Einnicken und plötzlich dachte ich, hey, ja. Und ich so, oh Gott. Ja, dann habe ich auch geschrieben, dass es eigentlich ein ziemlich kleines Abenteuer zeitlich gesehen war. Er startet, geht los und kommt am Ziel an. Es ist nicht so richtig, es vergeht keine Woche sozusagen. Es muss ja, weil die Star Wars Filme sind ja auch wirklich in ein paar Stunden, wenn man es so sieht. Man denkt darüber nie nach, aber da vergeht nicht viel Zeit. Nee. Zwischen den Episoden vergeht viel Zeit, aber nicht deren Handlung. Es geht los und der Film ist zu Ende. Das wollten die wahrscheinlich hier auch machen, aber wahrscheinlich, weil die Settings sehr gleich waren, hatte man das Gefühl, der geht einfach nur von Halle A zu Halle B oder so. Ich meine, man muss dann, mir ist das ja bevor ich, weil ich nie Tolkien gelesen habe und jetzt erst durch die Filme mitkriege, wie viel die ganzen Leute tatsächlich bei Cloud haben, muss man hier auch sagen, dass das natürlich ohne Tolkien, auch wenn Jim Henson gesagt hat, irgendwie, dass das wäre eine Story, die ihm so eingefallen ist, aber man entdeckt schon sehr viele Parallelen natürlich. Ja. Vor allem habe ich hier auch stehen, dass es vom Gefühl her, wenn ich den geguckt habe, habe ich eher wirklich an Empire Strikes Back, Return of the Jedi und Temple of Doom, also an Anfang der 80er gedacht. Also nicht Richtung Labyrinth oder Willow, was schon End-80er ist. Es hatte so ein Gefühl von, man roch wahrscheinlich das Material, aus dem die Puppen sind. So ungefähr. Ja, habt ihr noch was zu Dark Crystal? Ah, genau, habt ihr die Comics schon mal gesehen? Ich hatte die vor ein paar Wochen mir mal durchgeguckt. Das sind eher so Prequel-Geschichten von dieser Augra. Okay. Was erzählt. Das ist ja, das war eigentlich wollte man von der eher ein bisschen mehr wissen, so, ne? Ja. Als die hatte auf jeden Fall im Ansatz eine größere Geschichte. Ja. Und da hat man dann relativ wenig von erfahren. Ja, das ist ja genau das, was ich eben schon sagte, dass man im Prinzip von den Nebenfiguren und von den Nebenhandlungen, wenn es dann welche gab, überhaupt so richtig, dass man die eigentlich hätte sehen wollen. So. Und nicht, ne, von wegen, ja, er haut da jetzt diesen komischen Kristall rein und dann ist der ganze Keks durch im Prinzip. Ganze Keks, ja. Ist das irgendwas Mindisches? Ja, nee, das klingt merkwürdig. Nicht Indisch, also aus Minden. Was findet ihr denn in den Comics jetzt? Ja. Ich habe es wieder vergessen. Es ist nicht sehr spannend. Es ist schön, es sind alles wieder so tolle Kulissen und sie erzählt und erzählt und irgendwann habe ich den Faden verloren, weil es ist eher so eine Art wie ein illustriertes Heftchen, wo sie ein bisschen von der Vorgeschichte erzählt. Mhm. Und da hat sie einen kleinen Assistenten, der irgendwie, ich weiß nicht, wird er am Schluss zermatscht oder sowas. Ist so. Mir ist das irgendwie alles zu ernst. Ich will vielleicht mehr Spaß haben, nicht den Spaß wie beim Labyrinth, das war mir ein bisschen zu. Ja. Funny, aber da fehlte dieses Willow-hafte. So, um es auf den Punkt zu bringen. Egal, ob Willow jetzt kein Hit war, ich habe ihn letzt vor einem Jahr gesehen und fand den noch besser als in den 80ern. So. Und so müssen Filme sein. Und beim Dark Crystal, wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, den weiter zu empfehlen, wüsste ich nie wem. Leuten, die vielleicht Puppen basteln, aber ansonsten. Also Kindern kann man ihn nicht empfehlen. Ob also ab 8 vielleicht. Ja, okay, aber naja. Ja, also schon vielleicht eher ab 12. Also Moment. Ich kenne die 8-Jährigen von heute. Ich spreche jetzt von den 8-Jährigen aus den 80ern. Ja, gut. Die sind heute andere Sachen gewohnt. Das ja, 8 ist das neue 12. Ich weiß nicht, Leuten, die jetzt heutzutage gerne die Herr der Ringe und die Hobbit-Filme gucken, die könnten mit dem Film, glaube ich, auch nicht viel anfangen. Nee.
weil er einfach einen ganz anderen Ton hat. Spontan würde ich jetzt sagen, ja, Leute, die so in der Hardcore-Fantasy oder sogar vielleicht sogar in der Gothic-Ecke unterwegs sind, die werden den Film lieben, glaube ich. Oder also Leute, wie Skeksis aussehen. Ja, so ein bisschen, okay. Ja. Es ist echt problematisch mit den Nostalgie-Sachen, wenn man die Filme wirklich nicht zu der Zeit gesehen hat. Obwohl, ich habe die ja in den 80ern gesehen, zwar auf Video, aber sind trotzdem nicht hängen geblieben. Ja. Beide nicht. Auch, also den Dark Crystal habe ich tatsächlich im Kino gesehen und ich wusste damals auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich habe damals schon gesagt, ja, diese Skeksis, die sind cool, die Gäflinge, also dieses Creepy-hafte, also wie so ein bisschen wie mit Clowns. Ja. Viele Leute, die Angst vor Clowns haben. Und ich glaube, das ist auch irgendwie sowas in der Richtung. Oh, ich habe schon die Idee für das Remake mit Clowns statt Also ich kann mich nicht daran erinnern, also ich fand, als Kind fand ich den Film weder gut noch schlecht irgendwie. Ich hatte mal so eine Phase, dann irgendwann viel später, als ich den auf VHS oder so gesehen habe, dann nochmal. Da fand ich ihn richtig klasse. Oh, okay. Wahrscheinlich auch wegen der Filmmusik halt vor allen Dingen auch. Mhm. Und weil das Setting halt so großartig aussieht. Mit den vielen kleinen Details im Hintergrund und so. Die Handlung, ja, hat mich damals schon nicht so richtig mitgerissen. Ja, und jetzt glaube ich, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den Film jetzt schlecht finde. Nee, eben nicht, ja. Ja, eben, genau. Also ich möchte eigentlich was total Gutes und Schönes über den Film sagen, aber mir fällt nichts ein. Außer, dass die Filmmusik toll ist, dass die Settings toll sind und es hängt wie so oft an den Hauptdarstellern und die sind nicht mal auf dem Plakat drauf übrigens, auf jeden Fall, ja, das, stimmt, was ich gerade sehe. Genau. Ja. Da sind die Mystics drauf, aber... Auf dem Hauptplakat im Deutschen waren die beiden und guckten so nach oben und das sah so gruselig aus. Ja, das stimmt, aber ich glaube, ich sehe gerade das habe gerade das Englische oder so, aber mit dem kann man... sich nicht identifizieren. Ja. Das Zauberwort. So ja. Ist das nicht fies, wenn man sich nicht über Filme auslassen kann? Mich nervt es. Entweder etwas total gut finden oder total schlecht, aber die dazwischen, das ist total anstrengend. Ja. Ich habe ja vorgestern den neuen Dracula, den Untold, gesehen und das ist auch so ein Ding. Sowas wie, ich hätte Bock, den kaputt zu machen, aber die Mühe und die Schauspieler sind nett, aber ich denke, was soll das? Nächste Woche wieder was ganz Schlimmes und das könnte jetzt... Ah ne, Alex, willst du den auch empfehlen oder nicht empfehlen? Ich wüsste auch nicht... Wie, also ich... Ich kann ja im Telefonbuch gucken, wir nehmen irgendjemanden rufen an und sagen, hier, guck mal, was du... Nein, vermutlich nicht, weil die Schnittmenge einfach nicht zusammenkommt. Also, ne, er ist halt kein Kinderfilm. Für die meisten Älteren wird er wahrscheinlich auch dann zu langweilig sein, zu langwierig sein für das bisschen Story, was erzählt wird. Also eher nur was für Filmwissenschaftler, die dann Puppenfilme oder Jim Hensons Karriere oder sowas gucken wollen, ne? Also so wie wir, Filmarchäologen. Ja. Okay. Komplettisten. Ja. Dann besprechen wir doch das für mich einzig Positive vom nächsten Film und das ist der Anfang. Ist das die allererste CGI-Eule der Filmgeschichte? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Und dann können wir zur nächsten Show. Nein, so schlimm war es nicht, aber es ist schon... Ich hätte ja letztes Mal gesagt, es wäre cool, wenn wir mal einen trashigen Film haben, wo wir zusammen in dem gleichen Raum sind und ich glaube, jetzt haben wir einen verpasst. Um es auf den Punkt zu bringen. Ja, wir müssten halt wirklich einen Film sozusagen live gucken. Ja. Und also live kommentieren sozusagen. Ja. Das wäre, glaube ich, echt mal witzig. Ja, das war wohl die erste computeranimierte. Aber das ist nicht. Nee, Jan Sherlock Holmes war vorher. Genau. Labyrinth war danach. Ja, also erste Eule, sagen wir mal, computeranimiert. Genau, dann ist er die erste, okay. Und dann geht's schon los mit Underground. Auch ein cooler Song. Ein cooler Song, wenn man nicht die Bilder dazu hat. Ja, also ich mag Bowie, ich mag auch den 80er Bowie. Ja. Ich mag auch die meisten Songs. Seine Frisur ist total kacke. Ja, großartig, großartig. Diese Turmfrisur. Ja, aber er ist ja auch aus einer anderen Welt. Ja, aber trotzdem. Also die Frisur, ich glaube 1986, als der Film rausgekommen ist, war die auch schon nicht mehr in. Ja, in? Der ist aus einer anderen Welt. Aber das war eine Lasse. Wir sind ja. Ja, echt, die sind nicht rausgewachsen in der Blumenkiste. am Anfang habe ich geschrieben, dass das Ganze wirkt wie so 80er Jahre Horrorfilme. Also die Musikeinsätze waren wie bei Hellraiser oder House. Ja, das sehr oft. Das war wirklich so ein ganz spooky Element die ganze Zeit da. Ja, ist ja auch so, ne? Hätte sie jetzt dreimal Candyman gesagt, statt diesen Dings, dann. Ja. Die ist ja nochmal anders ausgegangen.
Der heißt Gareth. Nee, doch, oder? Jareth. Also. Das, da fand ich witzig, dass das Drehbuch von Terry Jones ist. Ja, aber ich habe gelesen, dass nicht viel von ihm übergeblieben ist. Ach so, okay. Also vom Drehbuch, nicht von Terry Jones. Ich hatte danach auf der DVD war noch das Making-of dabei oder so eine kleine Featurette und da habe ich ihm reingeguckt und da erzählte er im Prinzip so, als wenn er, ja, als wenn das Drehbuch halt so 100% von ihm wäre. Das habe ich vergessen, was ich weißt da recherchiert hatte. Vielleicht ist es schade, dass sie da nicht mehr behalten haben. Also die Jim Henson steckt auf jeden Fall auch wieder drin, hat sich die Ur-Story so ein bisschen ausgedacht wohl. Ja, aber viel rausgezogen, damit nicht das gleiche passiert wie bei Dark Crystal. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das ist nämlich dieses Zurechtschustern. Mhm. Ja, vielleicht in die falsche Richtung dann gegangen. Es gibt auch sehr viele optisch sehr interessante Sequenzen oder Charaktere oder Settings. Ja. Grundsätzlich das Labyrinth irgendwie ist cool. Was ich schon immer cool fand, ist zum Schluss das mit den Treppen, diese escherhafte Treppengeschichte. Ja. Das finde ich als Sequenz sehr cool. Da stört mich, glaube ich, nur der Song so, der da drüber läuft. Aber die Sequenz finde ich sehr cool, dass man, dass es kein Oben und Unten gibt und überall diese Treppen und ein paar von den anderen Settings. Das meiste sieht mir aber halt dann zu sehr nach Studio aus und man merkt auch hier mehr die Puppen, also was man beim Dark Crystal nicht so hatte, da hat man nicht so sehr quasi den Puppenspieler da drin gesehen, wie er sich bemüht hat und hier irgendwie schon. Also man merkt sofort, aha, das ist jemand, der hat einen animatronischen Kopf auf, der wird ferngesteuert. Ja. Da ist jemand quasi eine Handpuppe, die immer seitlich kommt und sonst halt vom echten Hund gespielt wird. Und wenn er um die Ecke biegt, dann kommt die Handpuppe raus. Solche Sachen und so, das ist schon hier auffälliger als beim Dark Crystal. Aber ich finde, bei Labyrinth ist es nicht negativ aufgefallen, dass man halt Puppen, also dass man halt, dass es sofort offensichtlich war, dass es Puppen sind, zum Beispiel. Ist beim Labyrinth nicht negativ aufgefallen? Nee, genau. Im Labyrinth oder beim Film Labyrinth? Überhaupt, im ganzen Film, finde ich. Aha. Findest du, ich fand es schon auffallend und schon auch negativ auffallend. Nee, das, was sich die Gelflinge in Dark Crystal haben halt überhaupt keine Mimik gehabt und der Poggle, ne? Oh ja. Der war halt irgendwie, hatte halt ganz viele Servomotoren im Kopf und der hat ganz wild immer rumgespielt, sag ich mal. Ja. Und so, das war dann wieder zu viel, fand ich. Und der ist auch nicht sympathisch, oder? Ich hatte auch das Problem, dass ich dachte, das ist ein Idiot. Also, soll er auch eigentlich nicht. Soll er nicht so eine Schluss. Begleitperson sein? Schluss. Echt? So spät erst? Ja, eben zum größten Teil des Films spielt er ja so sein eigenes Ding, Und so richtig ist halt das auch alles nicht so richtig schlüssig. Was will denn eigentlich David Bowie mit einem kleinen Jungen? Wenn er den dann gehabt hätte, sieht er dann auch so aus wie die anderen Goblins? Ja. Sieht er dann auch so aus wie die kleinen Goblins? Oder? Ja, stimmt. Was will er denn damit? Stimmt, man sagt nicht, dass es irgendwie so ein der Auserwählte ist, den man irgendwie dann nutzen kann oder so, aber gar nichts. Aber ich habe hier aufgeschrieben, dass wir schon in der 14. Minute die ganzen Erklärungen vom Bad Guy hören. Ich habe jetzt vergessen, was er gesagt hat. Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass er die ganze Exposition, die Bösen meistens im dritten Akt von sich geben, die Monologe, dass die schon am Anfang waren und dass wir zu wenig von ihr wissen. Im Vergleich zu ihm. Und das Ganze, nehme ich an, ist ja eher als Metapher für die junge Mädchen im Übergang zur jungen Frau irgendwie gemeint, nehme ich an. Aber ich habe es nicht so richtig begriffen. Vielleicht bin ich dann auch nicht. Ich glaube, das Originaldrehbuch war so gedacht. Du bist einfach zu wenig Mädchen dafür, um das verstehen vielleicht zu können. Kann es jemand, wenn es richtig gemacht wäre, würde es auch Alex merken. Nein, aber so, so habe ich das halt auch verstanden, dass es im Prinzip dieser Übergang ist oder vielleicht auch so ein bisschen dieser Verlust von Kindheit dann. Das wird ja relativ deutlich, wo sie in diesem falschen Puppenzimmer, nicht Puppenzimmer, im eigenen Zimmer gefunden. Genau, wo sie dann das alles so halt überflüssig, da sieht man halt, dass sie jetzt quasi kein Kind mehr ist, sondern jetzt quasi ein heranwachsendes Mädchen und sich halt auch für, dass ihre Kindheit halt
hinter sich lässt mit diesen ganzen anderen Sachen. Und ihren Bruder loswerden möchte. Ja. Aber bei dieser Magic Dance Szene, die zwar sehr merkwürdig ist, nicht nur wegen dem Babywerfen, bei den Weitaufnahmen, ne, wenn man alle am Tanzen sah und David Bowie sah, da dachte ich so, ich bin bei der Muppet Show, wo David Bowie gerade zu Gast ist. Ja, absolut. Also mehr war das nicht. Und da dachte ich schon, okay, diese 3 Minuten sind dann Spaß, mehr nicht. Aber wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, konnte man sehen, wo das Baby dann festgekettet ist, wenn es hochgeworfen wurde? Ja, es wurde, glaube ich, immer je nach Schnitt, wo man gerade geguckt hat, dann ausgetauscht gegen auch eine Puppe. Ach so. Oh, siehst du, da war das Magic, ich habe es nicht bemerkt. Magic Dance. Dance, Magic Dance, genau. Ich muss jetzt auch mal was loswerden, und zwar mein grundsätzliches Problem mit Musicals. Und im Prinzip muss man ja das schon fast als Musical, weil es sind wie viel Sing-Sang-Sequenzen sind da drin? Aber richtig, wo gesungen wird? Vielleicht 2 oder 3. Der Rest ist also ja wirklich mit einem Song im Hintergrund und nicht gesungen. Ja, sagen wir mal 3. Aber bei allen 3 hatte ich das auch das dringende Bedürfnis, auf Schnellvorlauf zu gehen. Ja. weil ich fand, das passte da auch irgendwie teilweise überhaupt gar nicht rein. Es war einfach, oh, wir haben David Bowie muss unbedingt singen. Soll er denn singen? Ja, ach, keine Ahnung, wir denken uns da irgendwie noch irgendwas aus. Und dann haben wir aber diese Feuerköpfe auch noch gesungen, eine komplette Musical. Oh, ja. Das war ja schon wirklich Muppet Show. Das war auch schrecklich. Und sowas von überflüssig. Ja. Arg. Und schlecht gemacht. Mhm. Also wirklich schlecht. Ja. Und auch diese ganze Sequenz war, wenn man die rausnehmen würde, würde da nichts fehlen. Nein, überhaupt total überflüssig. Das bei den meisten Musicals ist das so. Nein. Doch, also. Nein. Da ist das, ist jetzt mein Ding, aber Musicals. Nimm mal Sweeney Todd und nimm mal eine Szene raus. Das ist ja die ganze Handlung. Das sind ja keine Showstopper, die du meinst, wo jetzt eine Sequenz kommt, wo die Leute tanzen. Das ist ja bei den Disney-Filmen auch so. Aber es war Sweeney Todd nicht besser. Ne? Aber es ist ein Musical. Ja, eben. Aber es macht den Film nicht besser, weil es Musical ist. Es wurde ja nicht gemacht, damit er besser wird, sondern es ist eine gesungene Erzählung. Ja, aber Moment mal. Warum erzählen sie es dann nicht? Irgendeiner muss sich doch gesagt haben, hey, wir haben ja dieses Drehbuch. Wäre es nicht geil, wenn wir diesen Part hier singen würden? Nee, es war ein Musical am Broadway und dann haben sie gesagt, wir verfilmen das Musical. Mehr ist es nicht. Das gut, aber dann. Worüber reden wir jetzt gerade? Das ist Sweeney Todd gerade. Ach so. Egal, aber jedenfalls ist warum sagt man dann kein nicht, Musical. Dann erzählen wir das doch. Worauf ich hinaus will, Musicals sind scheiße. Darauf will ich hinaus. Oh, das ist aber jetzt, ganz viel. Jetzt habe ich es gesagt. Kannst ja sagen, du magst sie nicht, aber nicht Musicals sind scheiße, weil ich bin ein großer Fan. Ich fand es schon immer blöd. Bei den Disney-Filmen, wenn die angefangen haben zu singen. Vorsichtig. Doch, ich bin ja, jetzt ist ja das Ding ist ja jetzt raus. Ich hab's gehasst, wenn die angefangen haben zu singen, und früher, als ich klein war, da gab's noch nichts mit Vorspulen und so, da musste man da durch. Und dann habe ich immer, wie lange singen die jetzt noch? Es hat mir nichts gebracht. Natürlich gibt's auch dann schöne Lieder mal, und ich bin auch ein probier's mal mit Gemütlichkeit, Fan wie jeder andere. Aber in dem Film hat das nichts zu suchen. David Bowie war ja nie die Erstbesetzung. Hier steht Sting, Prince, Mick Jagger und Michael Jackson sollen angefragt worden. Oh. Ja. Also schon, die wollten in die Richtung extravaganter Popstar. Ja, und die wollten wahrscheinlich auch singen. Und das ist Fehler Nummer 1. Man hört auf zu singen in den Filmen, wenn jemand zuhört, der darauf Einfluss hat. Also, waren denn ich war so froh, muss ich gerade noch das loswerden, ich war so froh, dass Pixar gesagt hat, am Anfang gesagt hat, wir sind nicht Disney, bei uns singt keiner. Das fand ich so erfrischend und so gut, gerade weil die anderen ja auch alle sich Disney angeguckt haben, halt die, sei es die Warner Animation oder alle, die Animationsfilme gemacht haben, haben sich Disney angeguckt und gesagt, okay, bei Disney wird gesungen, wir müssen auch irgendwelche Musical-Sachen drin haben. Und das hat mich in allen Filmen genervt. Und dann kam Pixar und hat gesagt, bei uns wird nicht gesungen. Und ich, yay! Und was machen sie in Toy Story 2, die Idioten? Ja, lassen die Dings, wie heißt der, Jesse singen? Nein, das ist in ihrem Kopf. Das ist ja nicht gesungen. Es ist in meinem Kopf nur?
bei Nein, euch? Nicht in Hast deinem. Gar nicht gesungen? Das sind ihre Gedanken. Das ist ja keine Sequenz, wo sie dann selber singen. Das ist ein Showstopper und der hat da nichts zu suchen und der bringt den Film... Der hat deiner Meinung da nichts zu suchen. Man kann doch nicht sagen, der hat da nichts zu suchen. Jetzt wird's interessant. Ich behaupte, sowas macht ein Film nie besser. Also, egal, ich find's großartig. Ja, zurück zu... Ich gucke immer auf die Uhr. Wenn die anfangen zu singen, gucke ich auf die Uhr. Die einzige Ausnahme... Das klingt ja wie eine Macke. Bitte? Das klingt ja wie eine Macke. Die einzige Ausnahme, die ich gelten lasse, als Musical gelten lasse, ist Moulin Rouge. So. Hä? Ja, das ist aber... Das ist ja eher... Egal, das ist... Ja. 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 Gut. Ich habe hier noch aufgeschrieben, dass diese Helping Hands sehr Tanz der Teufel mäßig waren. Und ja, diese Müllhalde die am Schluss ich, auch. Da fand ich... Die alten Helping Hands fand ich die Idee wieder irgendwie cool. Man hat auch gesehen irgendwie, das sind Puppenspieler und die mögen was mit ihren Händen machen. Das war, fand ich, auch eine nette Sequenz. Ja, mit den Formen der Gesichter da. Aber auch eher so ein, ja, fast wie ein In-Joke unter Puppenspielern. Guck mal, was wir hier machen können. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keins von den Gesichtern, also ich konnte das nicht wahrnehmen, dass das Gesichter sein sollen, weil ich konnte das nicht zuordnen. Also ich habe diese Finger und Hände gesehen und dann sollten die irgendwie Gesichter formen. Nein, und die sahen für mich nicht aus wie Gesichter, sondern wie Hände und Finger, die irgendwie, ja, sich, ja, keine Ahnung. Also ich weiß es gar nicht mehr, ob das Gesichter sein sollten. Hm. Ja, sollten es. Ja, ja. Ach so, okay. So. Ja, aber dieses Episodenhafte blockiert, finde ich, auch die Handlung. Es waren immer so Episödchen. Dann stehen sie da, da stehen sie da, dann kommt diese Fire Gang und sowas. Und es geht nicht so richtig voran. Es ist wie Levels von einem Computerspiel, das ein bisschen langweilig ist. Ja, aber das ist doch eigentlich klassisch, dass du auf einer Strecke von A nach B Hindernisse überwinden musst irgendwie so oder Begegnungen hast mit Leuten, die dich vielleicht weiterbringen oder dich auf eine falsche Fährte locken oder so weiter. Die sind dann doch auch, müssen dieses Moor da durchqueren. Das ist ja ekelhaft. Dieses Eternal Trench. So, ne? Also das ist ja schon klassisch. Ja, aber es ist nicht zusammengewoben. Es ist so ein bisschen... Und dann da, und dann da, und dann da. Es ist nicht so richtig wie, ich sag mal, die Gefährten, der erste Herr der Ringe. Ist ja genauso episodenhaft. Aber ja, es ist flüssiger. Ich habe nie das Gefühl, jetzt sind sie in dem Set. Das meine ich damit. Das war so blockierend immer. Ja, aber vielleicht ist das dieses grundsätzliche Problem, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, dass es einfach keinen einzigen Film mit diesen, ja, wie soll man sagen, mit diesen Jim Henson Figuren gibt oder so, die wirklich eine vernünftige Story haben, ja, sondern ja, das spaltet sich immer irgendwie auf, wie du schon gesagt hast, in so einzelne Szenen, so, also man kann immer, man sieht immer deutlich, jetzt kommt Szene 1, jetzt kommt Szene 2, jetzt kommt Szene 3, dann sind sie da und dann sind sie da und dann sind sie da, aber es ergibt nie irgendwie so einen richtigen Handlungsbogen. So, also auch da muss ich dann wieder sagen, ich habe mich sehr gefreut über die ganzen Nebenfiguren zum Beispiel wieder. Wie heißt dieser Ritter auf der Brücke mit dem Hund? Sir Didymus. Didymus, genau. Auf Ambrosius. Da habe ich mich schon beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, habe ich mich darüber so beömmelt. Also ich fand den, sowas finde ich zum Beispiel super. Also wie auch der Puppenspieler das ausgearbeitet hat. Also so diese Kleinigkeiten, die auch überhaupt gar nicht zur Handlung beitragen, aber die Charaktere einfach liebenswert machen, sozusagen. Das war aber nicht der gleiche Hund wie sagt Crystal, ich hätte jetzt durcheinander gebracht. Ja, aber schon sehr ähnlich, also dieselbe Rolle sozusagen, ja. Okay. Ne? Solche Sachen. Also dieser, was ich ein bisschen merkwürdig fand, das ist dieser Chewbacca. Dieser Ludo. Ja, genau, Ludo. Oh, der war ja nervig. Der sprach. Ja. Habt ihr die Originalfassung gesehen oder Deutsch? Ich glaube, ich habe die Originalfassung gesehen. Der sprach wie Arnold. Der hat gesprochen? Immer diese Ludo. Er hat wirklich, als ob Arnold Schwarzenegger den synchronisiert ist. Schönes Bild, ja. Aus den 80ern, der Arnold, ne? Nicht der modernere. Ja. Nee, vor allem war das auch kein richtiger Kumpel und am Schluss verabschiedet sie sich ja von ihren Freunden, die sie kennengelernt hat, aber ich habe das Gefühl, das war alles nicht so richtig not earned, also nicht hat sie sich nicht erarbeitet. Es waren einfach nur die Figuren, die man ihr vom Drehbuch aus an die Seite gestellt hat und dann muss man sich verabschieden. Das war nie eine richtige Freundschaft. Also
die standen immer neben ihr. Egal, ob es jetzt Puppen sind oder animierte Figuren sind. Wenn sie nicht mit der Hauptfigur anbandeln, irgendwie freundschaftlich, dann und dieser ganze Endding war ja nur laut und chaotisch. Da waren ja nur Figuren am Schreien, Springen. Irgendwie saß ich da und dann kam Caroline rein und kannte den gar nicht und dachte, was ist das? Das wirkte wie so ein Zusammenschnitt von, das können wir alles mit Puppen machen. Wobei, das viele Puppen waren ja gar nicht dabei. Nee, stimmt. Genau. Da war, wie heißt er denn hier? Warwick Davis war ja auch dabei, irgendwo. Echt? Ja, wieder dabei. Ja, was ich übrigens witzig fand, das habe ich aber auch durch die Featurette erst erfahren, dass Dr. Crusher von Star Trek Next Generation da mit choreografiert hat. Hier ist ihre Schwester, glaube ich. Aber ich glaube, eine Zwillingsschwester. Sicher? Relativ, ja. Ich glaube, es müsste ihre Schwester sein. Okay, also auf jeden Fall sieht sie sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Zwillingsschwester. Ich habe mich, wenn ich mich beim Dark Crystal an halt Herr der Ringe erinnert habe, dann beim Labyrinth eher so dieses Alice in Wonderland. Ja, auf jeden Fall. Gehabt. Ja, mit den Pfeilen und sowas. Türen und so, die das sah alles schon so sehr Alice in Wonderland aus. Überhaupt, ne? Das Mädchen, was also wahrscheinlich eine ähnliche Metapher sein soll. War bei der ersten Fassung ein Junge, deswegen ist es alles ein bisschen. Okay. Ich finde auch, alles, was in dieser Welt passiert, also in der Labyrinthwelt, hat überhaupt keine Konsequenzen. Es ist nie so, dass man denkt, denen könnte was passieren. Es ist immer so das Gefühl, wir müssen nur ans Ziel kommen. Nicht, dass da wirklich jemand sie hindert oder gefährlich werden könnte. Weil man halt auch nicht weiß und vielleicht auch nicht wissen will, was denn David Bowie mit dem kleinen Jungen vorhat. Genau. Mein Lieblingssatz ist, er sagt ja plötzlich einfach ohne Grund, nothing tralala. Also das ist, was er will. Nothing tralala. Ich denke, wo kommen denn diese Dialoge her? Besonders das letzte Kostüm, was er anhat, hat er unten bei seinem Schritt gesehen, was das für ein Teil war. Nee. Das würde jetzt verboten werden, was darunter hing. Also es war so ein Ballon zwischen, also eine, weiß ich nicht, damit man da nicht draufhauen kann. Vielleicht da wusste er, dass sie ihren Tritt fallen. Ich habe ja auch den Begriff hier, für mich ist das die erste Drag Queen Sith Lord. Das stimmt. Ja, das passt. Die anderen Siths gesagt, nee, du nicht, du spielst nicht mit. Und er gesagt, okay, dann nehme ich mein Labyrinth und hau ab. Tja. Sonst irgendwas zum. Den habe ich. Hat den jemand im Kino gesehen? Ich glaube, den habe ich tatsächlich. Ich habe ihn gesehen, ja. Wow. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich den vorher erzählt bekommen habe von jemandem, der ihn auf einer Convention gesehen hat. Und ich den Filme gern gesehen hätte, den er mir erzählt hat. Weil das, was ich dann im Kino gesehen habe, war leider nicht das, was er irgendwie so positiv erzählt hat. Und er hat auch natürlich die Songs weggelassen von David Bowie. Ja, das wäre noch schöner, wenn er die in der Schule wie vorgetanzt hätte. Also ich habe hier gerade nochmal geschaut. Das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Gates McFadden hat tatsächlich sogar schon mitgemacht bei Die Muppets erobern Manhattan. Und tatsächlich auch bei IMDb steht drin, dass sie beim Dunklen Kristall als Choreografin gearbeitet hat. Also ist sie das doch. Ja, okay, dann nehme ich das zurück. Nein, Alex, du hast nicht leicht. Meinst du, sie ist ihre eigene Zwillingsschwester? Ja. Das ist Vertigo anders. Denn immer unter dem Namen, immer unter Gates McFadden? Doch, hier steht es auch, genau. Ich bin bei Wikipedia, da steht auch das. Interviews mit Gates McFadden, Choreographer, diese griechischen Wörter, Choreographer Gates McFadden steht hier. Ja. Okay. Sure. Da hat sie sich Cheryl McFadden genannt. Das war das Stück jetzt, siehst du? Ja. Dann gibt's keine Schwester. Richtig. Sie hat eine erfunden. Und Alex und ich haben das bis jetzt gedacht. Also ich seit 10 Minuten, aber Alex schon länger. Sie hat mich verwirrt. Okay. Aber irgendwie hatte ich das auch schon mal mit der. Vielleicht ist es eine andere Schauspielerin, wenn das der Zwillingsschwester. Ja, ist ja auch egal. Ich hatte recht. Genau. So, wem können wir denn heute Labyrinth vorschlagen, den wir nicht mögen? Also es ist schon eher ein Kinderfilm als Dark Crystal. Ja. Also der war auch ab 12 zwar, aber man kann den, glaube ich, schon jüngeren Leuten empfehlen. Weiß ich nicht. Ich würde ja eher Angst haben, dass die Kinder dann Angst vor jedem Onkel haben, der mit denen spricht. Das ist. Ich finde ihn bedrohlicher als Dark Crystal. Ja, also jeder, der so eine Frisur hat, da sollte man auch Angst vor haben, finde ich. Also ich fand den Film ja durchaus liebenswert. Sagen wir mal so. Ja. Also das hat auch mit Nostalgie nicht viel zu tun, weil ich den auch erst ganz, ganz spät erst
gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Wahrscheinlich irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er vielleicht sogar erst. Auf S oder so. Und deswegen spielt dieser Nostalgiefaktor da überhaupt keine Rolle. Nee, also es ist irgendwie ein liebenswerter Film und auf eine nette Art und Weise, sagen wir mal so. Auf eine harmlose Art und Weise. Genau, der ist auf jeden Fall harmloser. Ja. Es steckt ja schon sehr viel Fantasie da drin, das muss man ja sagen. Ne? Ja, ja. Und von daher könnte man dem eher einem jungen Publikum empfehlen als Dark Crystal. Die sind vielleicht dann verwundert über die 80er-Jahre-Songs da drin. Und das ist auch wahrscheinlich am ehesten, plus die Frisur, was den Film datiert und ja, das stimmt, auf eine unangenehme Art. Aber insgesamt eher eine Empfehlung für ein junges Publikum als Dark Crystal. Und ja, und der tut halt keinem weh so. Ja. Das ist jetzt nicht, also auch nicht so richtig Ärgerliches drin. Unabhängig vom jungen Publikum, ich meine jetzt so Leuten wie uns. Ja, dafür ist halt. Also ist es wieder auch für Fans von Puppen und Filmhistoriker. Genau, oder halt David Bowie-Historikern. Ja, stimmt. Ich meine, er ist ja auch nicht kurz drin. Na gut, noch welche Worte zu den beiden Filmen? Oder zu. Nee, zu Jim Henson mehr zu lang. Ja, im Prinzip. Sieht man so ein bisschen sein, wo er hin wollte, glaube ich, mit den beiden Filmen, dass er wahrscheinlich auch was anderes machen wollte als Muppets und Sesamstraße. Hat er ja dann auch später auch noch probiert oder gemacht mit den Dinosauriern, mit den Storyteller-Geschichten und so. Und das sieht man hier jetzt schon recht gut, wo er hin wollte, dass er auch ernsthaftere Sachen, glaube ich, machen wollte damit. Und auch insgesamt das Genre Puppenfilm, sagen wir es mal so, wenn man es so umgreifen will, nach vorn bringen wollte und mehr ausbauen wollte und mehr damit machen wollte. Ja. Hat halt nicht immer funktioniert. Ja, schade, dass er das nicht weitermachen konnte. Das ist so ein Endenamen vor 24 Jahren oder wie lange ist das her? Wann Jim Henson gestorben ist? Ja, war jetzt das 90 oder 91. Ja, hätte ich so nicht geguckt, die beiden Filme. Obwohl ich die, wie gesagt, als DVD und was auch immer wieder gekauft habe. Als Blu-ray habe ich die beiden nicht mehr gekauft. Reicht aber auch aus. Ich glaube, Filme, die wirklich älter als 2000 sind, die werden auch nicht hübscher, Blu-ray. Außer die werden wirklich bearbeitet. Aber wenn die einfach nur neu rausgebracht werden, kann man sich das sparen. Ja. Besonders, wenn man die dann nicht oft sehen möchte. Ja, ist halt auch mehr so eine Nostalgiegeschichte, ne? So wo die Erinnerungen anders sind als die positiver leider oft sind als wenn man es auch mal neu mit neuen Augen. Ich finde es ja fairer, sind die Filme, die echt funktionieren, wenn man sie. Aktuelles Beispiel: Ich habe Night of the Creeps gesehen und gestern Reanimator. Beides Filme aus den Jahren 85, 86, die ich noch nie gesehen hatte. Okay. Night of the Creeps, da dachte ich so, wieso findet denn jemand überhaupt kultig? Ihr habt ja alle ein paar Leute geliked, die den wahrscheinlich damals gesehen haben. Und Reanimator hat mir zum Beispiel besser gefallen. Also hat es nichts damit zu tun, dass es ein alter Film ist, sondern dass da echt nicht so viel passiert ist bei Night of the Creeps. Außer irgendwelche Zombies, die da auftauchen. Beim anderen sind auch Zombies, die auftauchen, aber der hatte irgendwie so einen komischen, skurrilen Humor. Mhm. Kennt ihr beide? Ich glaube, ihr kennt beide. Ja, ja. Ich kenne nur den Reanimator. Ach so. Night of the Creeps kenne ich durch diesen Frank Decker. Ah ja, von der dann ja später Monster Squad. Das Monster Squad. Den muss ich nochmal gucken, weil den mochte ich auch nicht. Aber den habe ich auch erst vor 2 Jahren gesehen. Deswegen muss ich ihm noch eine Chance geben. Ja, ja. Ich enthalte mich da. Das ist wäre doch auch eine schöne Idee, den mal für den nächsten Podcast. Fred Decker, du Double? Ja, da müsste man Creeps die Filme, also hierzulande sind die Filme ja tatsächlich relativ unbekannt. Ja. Während dieser Frank Decker in den USA ja zeitlerweise mal echt eine große Nummer war. Echt? Womit denn? Oder so eine mittelgroße Nummer. Das sind doch seine 2 Filme. Ja, der hat danach auch noch so eigenartige Sachen gemacht. Ja, aber das wäre dann Stoff für einen neuen Podcast, glaube ich. Und falls bei den Hörern jemand dabei ist, der sich mit Fred Decker auskennt, kann er sich gerne melden. Genau. Überhaupt hilft es uns, wenn ihr bei iTunes Reviews hinterlasst, dann kommt die Sendung weiter nach oben, sodass sie bei den Empfehlungen auftaucht. Egal, ob es nette oder nicht nette Reviews sind, schreibt hauptsächlich nette Reviews, dann kommen wir weiter nach oben. Das ist genau. Nur die 2. Episode, aber wir jetzt richtig rein. Genau. Ja. Oder ihr gebt mir einfach recht, dass Musicals eine schlechte Art von Film sind. Ja, es gibt bestimmt Leute, die dir eine Meinung teilen, aber die mag ich nicht.
Ich sehe schon, also ich mal eine Musical-Episode. Ich bin da jetzt ganz salomonisch und sage, es gibt gute Musicals und es gibt schlechte. Sehr gut, richtig. Genau wie es gute Actionfilme und schlechte Actionfilme gibt. Ein gutes Musical. Nein, es gibt Dutzend gute Musicals. Ja. Es gibt keine guten, nicht viele Musical-Verfilmungen, die gut sind. Das ist das Problem. Nicht viel, das stimmt, ja. Ja, weil es warum sollte man das auch tun? Ja, man kann es. Ich meine, Wicked, da warte ich drauf, das wird ein super Musical, weil das auch die Handlung dafür hat, visuell umgesetzt zu werden. Deswegen. Ja, aber haben wir das nicht gerade gesehen, als der Zauberer von Oz? Ja, aber es ist trotzdem ein bestehendes Medium. Ne? Man sagt ja nicht, ich mach's nicht, weil jemand anders es gemacht hat. Ich habe die Rechte und weiß, dass Leute kommen, also produziere ich. Das ist doch ganz simpel. Stell dir mal vor, du hättest jetzt etwas produziert, was hier Public-Domain-Figuren, wie eben die Oz-Sachen drin hat. Würdest du sagen, ich mach's jetzt nicht mehr, weil die anderen das gemacht haben? Nicht als Musical. Ja, ich warte schon gehört auf Spider-Man Afraid of the Dark. Wie heißt der? Things of the Dark? Things of the Dark. Ich glaube, Afraid of the Dark, oder? Ja, Afraid of the Dark. Afraid nicht. Nee, mir kommt es. Auf jeden Fall das Musical, da warte ich dann drauf. Ja, aber das war ja kein Hit, also wird's nicht kommen. Ach so. So simpel ist das. Okay. Amazing Spider-Man 2 war auch kein Hit. Dann, also war kein Musical. Es war kein Mega-Hit. Es war ein Hit schon, aber so viel wie er gekostet hat, glaube ich, könnte man das nie wieder einspielen. Ja, ich habe mir jetzt vorgestern nochmal geguckt, der wird nicht besser. Ja, eher ärgerlicher, ne? Ja, ärgerlicher, ja. Aber ich fand auch den da schon nicht mehr so richtig gut. Doch, den fand ich ganz gut. Nö. Ich fand das über. Also ja, gut, und das Thema hatten wir, glaube ich, schon, oder? Oder wäre das der Spider-Man und die neuen Spider-Mans versus die etwas älteren? Ja, hatten wir nicht. Aber das können wir auch unter einem Sam Raimi Special und einem, wie heißt er nochmal, Mark Webb Special machen. Okay, dann ist diese Sendung beendet. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.